Moin erstmal. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns aus dem Discord. Martin, du bist da aus dem weit entfernten Lübeck angereist, ne? Jawohl, moin moin. Moin, und du hast heute mitgebracht deine AdMesh. Meine AdMesh. Wunderschönes Schema, noch Work in Progress, macht aber nichts. Denn wir wollen mal ein bisschen AdMesh zeigen. Und nicht nur meine Kaugummiautomaten, sondern auch die Skitari AdMesh und Flieger. Und du spielst heute gegen Necrons, haben wir gesagt, ne? Aufgebaut haben wir im Hintergrund so ein bisschen, du fährst auf dem Turnier, glaube ich, ne? Ja, genau, also wir haben nächste Woche tatsächlich, je nachdem wann der Report jetzt natürlich rauskommt, Mitte September den Nauti Cup, Ja. den dritten, da ist ja der Lös auch mit dabei. Das ist eigentlich ein 1500-Punkte-Turnier, aber ist immer, um die Armee besser kennenzulernen, so ein bisschen ins Spiel reinzukommen, macht das natürlich Sinn. Ja, und dann haben wir natürlich Bremen vor der Brust, Ende Oktober. Genau, und wir haben jetzt mal die Tische, also den Tisch, das kommen wir gleich nach der Armeevorstellung zu, einmal so aufgestellt, wie er da auch in dem Nordic Cup quasi, wie das Gelände gestellt. Ne, in Bremen? Wir haben es gestellt, ich schnell, das muss Wir haben versucht, uns ein bisschen an den Sachen, die jetzt in Utrecht gespielt in werden, Utrecht, so rum, ach mein Gott, zu ich laber orientieren, schon wieder Quatsch. aber nur grob. Gut, dann erzähl doch mal, was du dabei hast. Ja, was habe ich dabei? Ich spiele zwei Detachments. Ich spiele ein Bataillonsdetachment mit der Forge World Lucius. Das ist der größte Anteil hier auf dem Feld. Angeführt ist der ganze Kram von meinem Manipulus, so wie er gehört in Lucius, sprich mit dem Lucius Water Trade, mit dem Lucius Relikt zum Teleportieren und ja, sonstigen Sachen. Flankiert ist er von einem Skitari Marshall, der hat natürlich das Marshall-Relikt für 1er Rerolls, to hit und to wound. Wir haben einen Techno-Archäologen dabei. In der Standardauswahl, können wir mal hier rüber schwenken, haben wir einen 20er-Trupp Ranger, zu dem ich noch nicht so richtig viel Bock hatte, den zu bemalen, wie ihr Ich seht. kenne das Leid. Dann haben wir hier noch einen 20er-Trupp Ranger, auf den habe ich erst recht keinen Bock, den zu bemalen. Dann haben wir hier vorne einen 10er-Trupp Vanguard, die sind tatsächlich schon fertig, auf die hatte ich richtig Bock. Und noch zwei 5er-Trupp Vanguards. Ich würde eigentlich lieber hier mehr Ranger spielen, aber mir sind tatsächlich die Ranger-Modelle ausgegangen, also spiele ich mehr Vanguards. Gut. Was bei diesen 5er-Trupps, glaube ich, nicht so ganz so dramatisch ist. Dann haben wir in der Elite-Auswahl ein bisschen was im Bereich Sicarians. Wir haben hier fünf Rustalker. Wir haben hier drüben fünf Infiltrator mit den Taserstäben und den Flechette-Blastern. Und hier in Schwarz, war ganz frisch aus der Airbrush-Station geholt, sind nochmal fünf Infiltrators, allerdings mit den kleinen Maschinenpistolen und den Powerschwertern. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Gut. Außerdem haben wir in Lucius 2x3 Cerberus Raiders. Hier drüben ein Trupp, hier ein Trupp. Und natürlich kann ich einfach nicht darauf verzichten. Zwei Bomber mit am Start. So, jetzt seht ihr schon, nicht nur zwei, sondern hier ist noch ein dritter Bomber. Der gehört zum zweiten Detachment, zum Mars Detachment. Angeführt vom Tech Priest Engines hier. Das ist ein Outrider Detachment. Deswegen sehr viel Fast Attack am Start. Fünf Sterilizers. Zweimal Ballerhühnchen mit Laserkanonen und einmal drei Ballerhühnchen mit Laserkanonen. Das war's. 1996 Punkte Atmech und 5 Kommandopunkte. Power Level 3000. Nein, keine Ahnung. Listen findet ihr auch im Nachhinein, oder was heißt im Nachhinein, unten in der Beschreibung verlinkt. Bei mir sieht das Ganze relativ simpel aus. Ich spiele heute Necrons Fahrzeuge. Noch nicht ganz optimiert. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Aber ich probiere sie jetzt nochmal in der Form aus. Es ist wirklich Grund auf, einfach nur auf Damage Output ausgelegt. Wenn ich so deine Fußtruppen da sehe, könnte ich Probleme im Scoring bekommen. Aber hey, irgendwas ist immer. Ich spiele ein Spearhead Detachment, sprich kein Patrol, kein Battalion. Und da habe ich einen Lord mit dem Hyper Arrow. Den habe ich aufgewertet zum Relikt, also auch den auf Flat 6 Damage gebracht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Er hat die Warlord Trait minus 1 Damage. Ich habe 5 Immortals mit Tesla heute mal dabei und 10 Warrior mit Gauss Flayern, 24 Zoll Reichweite. Im Elite-Slot habe ich einen Triarch Stalker mit der Gauss-Waffe, sprich 36 Zoll Range. Und dann habe ich noch einen Catan Deceiver mit dem Anti-Materie-Meteor eingepackt. Im Heavy Detachment habe ich zwei Tesseract Arcs mit Gauss equipped, zwei Doomsday Arcs und im Flyer Detachment zwei Doomsides. Ganz einfach. Was habe ich über 24 Modelle? 28? Ich weiß es nicht. Wenn überhaupt. Und mal schauen, wie ich mit der Masse da umgehen kann. Da ich mit der Masse ja nicht mal umgehen kann, wirst du das wohl Mal schauen. Wir hinkriegen. spielen heute Scorched Earth
und haben gesagt, das ist Obscuring und zu, Obscuring und zu. Das ist Obscuring und offen, ne? Das hier ist ein Wald. Da kommt auch noch Hier einer kommt auch noch hin. ein Wald hin und das ist quasi gespiegelt. Das ist einfach, what you see is what you get von der Höhe her, vom Line of Sight Blocking, ne? Ganz normale Ruine. Und dann das soll diese, ja, das ist so eine Obscuring-Wand nochmal da hinten, ne? Würde ich Das sagen. spiegeln wir auch mit einer kleinen Ruine hier auf der Seite. Und hier, das ist glaube ich auch einfach ein, was haben wir hier gesagt? Also da gehören eigentlich Ruinen hin, wenn ich Ja. jetzt den Plan richtig identifiziert habe. Mangels Ruinen stehen jetzt hier irgendwelche anderen fetten Line of Panzer. Sight Blocker und Genau. Wir ja. spielen sie als Ruine. Boah. Ja, ist so. Gut. Dann kommen wir gleich zurück nach Aufstellung und Secondaries und so weiter und so fort. Ich will anfangen. Die Aufstellung, weil bevor du anfängst, Genau. Ja, Secondaries. Ich habe genommen. Purge Vermin will meine Viertelfreiheiten. Du hast im Gegenzug genommen, Engaged Engaging All Fronts, Alphans. natürlich. Ich habe genommen, Grind Them Down, weil wenn ich mit dieser Armee, also wenn du mehr tötest als ich, habe ich eh ein Problem. Und du hast aus gleichem Grund genommen, Bring Bring It it Down, weil down. wenn du das nicht machst, hast du auch ein Problem. So nämlich. Und jeder von uns hat, glaube ich, nee, du hast gar nicht so ein Pest- oder Cholera-Pick, ne? Nö, ich habe noch Retrieve of Terry's Data genommen. Genau. Und du hast noch deine Banner. Ja, ich habe tatsächlich Banner genommen. Das ist gut, wenn ich anfange, kann ich das scoren. Wenn nicht, ich glaube, meine Warrior werden in Zug 1 von dir geschnetzelt werden. Und da habe ich ein Problem. Aber dann ist es so. In der weiteren Fassung dieser Liste wird es noch mehr Fahrzeuge und noch weniger Warrior geben, aber dafür hoffentlich ein paar Einheiten, die Aktionen machen können. Insofern, ich würde trotzdem gerne anfangen, aber wir müssen es würfeln. Ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn ich nicht anfange. Ah! Da rollt die Hydra auf die 2. Kannst du es unterbieten? Nein. Zwei. Ich nehme mal einen anderen Würfel, der ist ein bisschen angeseucht hier. Oder einen roten, ich nehme jetzt einen roten. Ich hoffe, ich kann Werbung für die roten Würfel machen. Da ist die 5. Hier, den brauchen wir. Ja, Target Priority Würfel. Ich glaube, ich fange an. Ja, auch ein gutes Spiel. Ja. Und mal gucken, was passiert. Traumhaft. Traumhaft. Ich habe sogar Protokolle, weil ich eine einzige Dynastie spiele. Ich weiß nicht, ob ich es eben erwähnt habe, ich spiele Sarek. Ich glaube, ich habe es in der Armeeverschwörung tatsächlich vergessen. 5er Pheno Pain gegen Mortal Wound und einen alten Salamander Reroll auf meine Wound Rolls. Und ich muss noch ein paar Sachen machen, bevor du was tun Du musst kannst. Sachen machen, genau. Du hast auch noch 5 CP, hast du mir eben erklärt, ne? Das ist wohl richtig. Das ist erschreckend. Das macht richtig betroffen. Ich habe 9. Bis gleich. Ja, erzähl mal, du hast hier einen Pre-Game-Move irgendwie gemacht, ne? Die Jungs nach Genau, jetzt, vorne. also ich denke mir mal, ich muss auf den vielen Markern ein bisschen was tun, Ja. damit du mich nicht von allen Markern so leicht runterkriegst. Das heißt, Genau. meine Pferdchen sind hier auf den Marker gerannt. Die Ranger haben sich ein klein bisschen nach vorne bewegt, damit ein paar von ihnen sich hier im Wald verstecken können. Ich glaube, auf jeden Fall minus 1, genau. Dann haben sich die Pferdchen auf der anderen Seite ebenfalls auf den Marker gestellt und die Ranger hier hinten sind auch ein klein bisschen nach vorne gewandert, damit sie ein bisschen Abstand vom Flieger kriegen, aber das ist nicht das Wichtigste. Genau. Ich bin hier nach vorne gegangen, habe eine Aktion angesagt. Je nachdem, wie meine Mortal Wounds performen und die Doomsday Arc performen, kann ich mit denen noch schießen, dann verliere ich halt den Marker. Ich muss jetzt gucken, anzufangen ist mit Grind Them Down nicht das Beste. Ist immer leichter, wenn man den zweiten den Nachzug hat, wenn man weiß, wie man töten muss. Ich gehe davon aus, ja, also wie gesagt, ich bin hier an den Seiten so ein bisschen nach vorne. Er möchte gerne mindestens einen Chicken rausnehmen. Ansonsten haben wir die beiden hier, die sich um den Dreiertrupp kümmern wollen. Ich habe hier auf jeden Fall minus 1, versuche so ein bisschen den Flieger anzuknacksen und die vorne wegzukriegen. Und meine Katan spiele ich für gewöhnlich sehr, sehr passiv. Hier muss ich mal ein bisschen jetzt reingehen, weil du halt sehr, sehr viele Buddies hast. Und 6 Objectives sind für meine Liste denkbar schlecht, weil ich im Primaries wahrscheinlich hinten liegen werde. Dann fange ich jetzt mit meinen Katan-Kräften an. Antimaterie-Meteor auf die. 3 bis 5 ist gut, eine 6 ist der absolute Hit und 1 bis 2 ist richtig scheiße. Da ist die 2, da kann man nichts machen, sonst wären es 3 Mortal Wounds flat gewesen. Dann kommt die nächste. Ich würfel jetzt einmal. Ja, passt. Wieder eine 1. Klasse, macht nichts. Ich gebe direkt mein CP aus und möchte noch eine Katan-Fähigkeit wählen. Die 4. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken. So, das ist leider Sky of the Falling Stars. Da nehme ich jetzt mal für jedes Modell einen Würfel und würfel hier irgendwie so. Und bei einer 6 gibt es Model Wounds, glaube ich. Dann hast du 2 Model Wounds bekommen. Oh ne, Quatsch. Was habe ich gewonnen? Eine 4, ne? Eben bei der Fähigkeit. Das ist Cosmic Fire. Nee, da mache ich gar nichts. Weil das eine 9 Zoll Fähigkeit ist. Geil! 1 CP for nothing. I like. Ja, good talk.
Fängt gut an. Ist durch, oder? Mit deinem Zug? Ja. Was? Ich gebe auf. Nein, Quatsch. Wir machen weiter. Mit Beschiss. Das war ja sehr, sehr traurig. Ja, dann schrote ich mit ihm hier erstmal auf dem rechten, von mir aus rechten Flieger rum. Mit der Spinne hier. Minus 1. Ja, das ist ihm egal. Trifft auf 4. Damit darf ich jetzt Sachen rerollen gegen dich. 2 haben getroffen. Stärke 6 gegen Toughness. 7. Cool. 2 Sechsen. Minus 3. Minus 3? Ja. Oh, dann hoffe ich jetzt auch auf ein paar Sechsen. Nein. Schaden. D3, glaube ich. Ich gucke ja nochmal nach. Aber 2 und 3. Geht auf schlanke 5 Leben runter. So, so muss das. Genau. Ich hatte übrigens Stärke 7. Ich habe Bullshit erzählt. Minus 3, D3 Damage. Insofern haben wir den Rest zumindest richtig gemacht. Und dann lege ich an mit meiner Doomsday Arc und schieße diese hier, die große Knifte in den angeknacksten rein und die kleinen Gauss Arrays in die rein. Ich fange mal mit der großen für D6 Schuss an. Für 2. Ja, ist dann halt so. Muss ich nehmen. Auf die 4. Einsen reroll ich. Ja. So viel dazu. Nein, ich nehme natürlich nicht auf. Also ich habe hier einen Schaden gemacht. Die große macht 6 Schuss auf die. Die 6 Schuss auf die mit der großen Knifte und die kleinen gehen hier rein. Und ich habe gerade 6 Schuss gemacht. Waren das Treffer schon? Nee, ne? Nein. Genau. Ich muss würfeln auf die 4 wegen dem Wald. Und einsen darf ich rerollen. Wegen dem Stalker. 4 Treffer. Und einen Wundroll für Sarek. Und ich habe Stärke 8. Und dann machst du diese hier mit AP minus. Also du kommst, glaube ich, auf deinen Retter haben, die hast du gesagt, ne? Auf wen schießt du gerade? Auf deine Tessakt Arc. D6 Schuss mit Stärke 8 minus 3. D6 Schaden. Auf wen schießt du? Achso, auf die. Entschuldigung, mit meiner Tessakt Arc auf den da. So, okay. Ja, der hat keinen Retter, ne? Minus 3. Einen Schaden machst du? D6. D6 Schaden. Ja. Minus 4 war das, ne? Minus 3. Minus 3, dann habe ich noch 6. Genau. Dann würfel ich mal. Ich hoffe, keine 4 Einsen. 5. Ja, tot. Das war tot. Aber er explodiert. Bis er explodiert. Nein. Gut. Und dann habe ich noch 6 Schuss auf die Raider drauf. Das sind einfach mal ganz solide 4 Einsen und eine 2. Nehme ich. Und eine Verwundung. Eine Verwundung. Minus? Minus 3. Schaden? D3. 5er Retter. Für einen Schaden ist einer tot. Dass ich 4 Einsen würfel, ist cool. Ich hätte professioneller Kniffler werden sollen. Gar kein Problem. Gut, oder auch nicht. Ja, das war schon fast diese Seite. Ich überlege mir, ob ich den Times Arrow noch anbringen soll oder nicht. Eigentlich macht das nicht viel Sinn. Ich würde jetzt erstmal, bevor ich weitermache, hier gucken, was hier so passiert. Die Doomsday Arc schießt auf den. Und die kleinen Sachen da rein. D6 Schuss. Für 2. Das ist mir jetzt ein Reroll wert. Für 5. Ja, der Reroll wird mir hier gleich fehlen, aber ich muss das machen. Gut. Auf die 4. Okay. Sehr gut. Und auf die 3. Weil Stärke unendlich. Und ein für Sarek. 3-mal minus 5. Minus 5? Ja, minus 5 oder minus 4, ist glaube ich egal. Weil du kommst völlig, völlig egal. D6 Schaden. Da hilft mir auch die Deckung. Ich kann nicht mehr rerollen, also mache ich alle auf einmal. Jo, für 12 Schaden. Ob er explodiert? Ist er tot? Nee, ja klar ist er tot. Ja, er hat nur 10 Leben. Achso. Ja. Ja. Gut. Amtlich? Amtlich, richtig. Dann. Da du leichte Deckung hast, werde ich meine Tesla gar nicht drauf anlegen. Das heißt, die Tesla-Waffen von dem guten Herrn hier gehen hier rein. Und die Doomside geht da rein. Oder mache ich erst den hier. Ich mache erst den hier. Und der schießt sein dickes D6-Profil in die rein. Und du hast Stärke Toughness 7, haben die? Ja, nee, die haben 6. Ja, und dann die Gauss Arrays auch da rein. Das sind genau 24 Zoll, habe ich eben gemessen. Mit plus 1 zum Move bin ich da auch in Reichweite gekommen. Dann kommt dieser Herr zuerst. Erstmal die D6-Schuss für 3. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich hätte auch nicht rerollen können. 2 Einsen.
Einmal auf die 3. Ja, einmal mit minus 3. 5 Ritter. Nee. D6 Schaden. Autsch. Für 6. Nein, mach doch nicht für 6. Das ist die Hydra, Mensch. Aber 6 ist doch schlecht, die haben doch nur 6 Leben. Ja, das ist gut. Ja, geht auf den hinteren, ob er explodiert. Explodieren die? Ja. Krass. Dann kommen 6 Schuss hinterher. Ja, da war ich mehr als glücklich, da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber auch hier wieder 3 Einsen dabei. Das heißt, ich kann nicht nur 6 würfeln, sondern auch Einsen. Jetzt auf die 4, weil Stärke 6. Und einen für Sarek. Keiner. Das Bock ist traurig. Ja, aber ich habe auch schon einen getötet, insofern mehr als auch. Dann kommt jetzt tatsächlich der in angesagter Aufteilung. Und der macht seine Doom Side kennen und da ziehe ich, glaube ich, ein Stratagem und ich gucke nochmal kurz nach. Beide Stratageme sind irrelevant. Ich mache auf jeden Fall hier ein Stratagem Solar Flare, dass die Einheit keine nicht mehr von Cover profitiert. Ah, ich habe vergessen, hier meine 10 Schuss eben zu machen. Das kleine Besteck würde ich gleich noch nachholen, wenn es okay ist. Klar. Aber erstmal frühstücke ich den ab. 3 Schuss in die Chickens für den Imperator. 2 Treffen. Stärke 14 oder 12. Das ist nicht ganz unwichtig, 2. Ne? Ja, 3 würden auch in jedem Falle verwunden. 12 hat sie tatsächlich, ja, Stärke 12. Minus 4. Jo, 5er Renner. Da stehen wir. Alter, das wären die 3 plus 3 gewesen, mein Guter. Der Omnissier beschützt. Der Omnissier. Meine Herren, wir sind doch hier auf einer Necron-Welt. Was ist denn los? Ja, dann geht jetzt ohne Deckung die Tesla-Knifte in die Boys hier unten rein. 6 zum Verhexen. Da kommen nochmal 2 zu, weil es Tesla ist. Und ja. Stärke 7. Toughness 3. Auf die 2 bist du dabei. Und wieder ein paar Einsen dabei. Das ist nicht so wild, aber ich habe ja auch keinen Rent. Und du hast keinen. Profitierst nicht von Deckung. Mhm. Das sind dann 3, 6, 9. 9 mal. Was haben wir jetzt? Ein 4er? Ohne AP sagst du? Ja. Dann haben sie einen Dreier. Ach, haben wir von Haus aus einen Dreier? Ja, von Haus aus einen Vierer, weil wenn du keinen AP hast. Ja. Und mit einem hast du einen Schaden, oder? Ja. Ach so, das war Lucius. Dann hätte ich mein Stratagem hätte ich mir sparen können, ne? Weil das ja nicht Deckung ist, sondern... Ja, dann dadurch hast du aber zumindest ja das minus 1 to hit ignoriert, oder? Oder wie ist das bei dir? Stimmt, du hast vollkommen recht, ja. 2 Schaden. Ja. Wie viel Leben haben die? 2, ne? 2. Gut. Dann schießt die Doomsday Arc, die ich eben vergessen habe, die 10 Schuss auch nochmal hinterher. Das müsste ungefähr passen. Der ist gedroppt, den will ich nochmal. 3, 6, 9, 10. Das ist wunderbar. Kein Cover. Und auf die 3. Und einen für Sarek. Ja, dann sind das 2, 4, 6, 8. Mit minus 1 AP. 7. 7 sind, Entschuldigung, ja. Minus 1 AP, aber nur 1 Damage. Dann auf die 4. Das sind nicht viele Vieren. Das ist ein Toter, 2 Tote und ein Angeknackster. Wie geschehen Dinge? Wie viel habe ich denn jetzt getötet? Ich habe eigentlich nur 3, ja, das ist nicht so viel. Ich hatte schon 4. Ja, dann muss ich hier wohl meinen Banner abbrechen und schießen. Und zünde 2 CP. Jo, ich zünde hier dieses mit Gauss Rapid Fire Waffen, extra Hits und Auto Wounds. Und dann schießen jetzt alle meine Warrior. Ich muss mal gucken, ob irgendwas im 12 Zoll ist. Ja, ich weiß, aber ich wollte eigentlich einen Banner raisen. Und mit den Mortal Wounds wären sie jetzt vielleicht schon tot. Nice. Also, ich habe 18 Schuss, weil 2 nicht in Rapid Fire sind. Du hast immer noch Solar Flare drauf. 6 sind Auto Wounds und extra Hits. Schon mal 3. Dann würde ich einfach, wenn das okay ist, die dazu, die sind weg. Genau so. Und auf die Toughness hast du 3, ne? Direkt. Und einen für Sarek. Für Sarek. So, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück. 12 Stück. Ah, ich habe nur 10 Würfel in der Hand. Das geht oh, ich habe sogar 2 CP ausgegeben. Gehe ich wohl auf 6 CP, habe ich jetzt. Ja. AP? Minus 1. Schaden? 1. Also bleibt es für 4. Oh Gott.
Eins, zwei. Das reicht nicht. Das reicht, um die zu töten, Ja. Alter. Gut. Schade. Jo, ich habe dafür einen Banner geopfert, aber ich glaube, das war es wert. Alleine für Bring Them, Grind Them Down Ja, wichtig. müsstest du jetzt fünf töten, ne? Ne, vier töten. Gut. Brackets beschäftige ich mich Ja. nicht Ne, mehr. pass auf, ich charge hier nochmal. Ab 5 Hast du tatsächlich, ja. irgendwie Fallback und Shoot mit den Jungs? Nee, mit denen nicht. Okay. Dann würde ich den nochmal chargen. Nicht, damit du mir gleich nicht meinen Sniper, meinen Charakter rausnimmst. Warte mal, du möchtest mit dem chargen. Mit ihm hier, oder was? Ah, du kannst einen Strata gerne machen, dass du dich bewegen kannst, ne? Sie. Aber das kostet mich halt fucking 2 CP. Ja, dann mach mal. Nö. Das Bronco, würde ich sagen. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Ja. Ich werde dich nicht töten, aber hey. Ich dachte, ich ziehe dir 2 CP. Denk Drei nicht. Attacken hat das gute Stück. Nö. Du darfst kämpfen. Wow, dann muss ich erstmal nachgucken, was die können. Oh, ich habe den Chef versehentlich Ja. rausgenommen. Versuch was. Flame wir hin. Aber das ist ja Quatsch. Hätte es ja nicht gemacht. Ja, also entweder zieht sich ja gleich zurück oder bleibt im Nahkampf und charge mit noch mehr hinterher. Mir ist beides irgendwie recht. Oder bleibt im Nahkampf. Ich kann ja auch mit reinschießen. Ich habe ja keinen Blast. Insofern dann. So, wir machen mal 5 Attacken auf die 5. Ja. Ist einer. Mit Stärke 4. Also wahrscheinlich auf die 5. Ja. Nö. Und dann dürfen die Pferdchen nochmal zuhauen. Oha. Einer Aha. trifft. Stärke 3. Auf die 6. Nö. Nö. Gut. Ich habe den nicht geschossen. Und Dann das mal machen wir los. eben nochmal. Weil dann wäre nämlich auch die Frage, ob ich hier reingeschossen hätte, um die zu liquidieren. Ist natürlich jetzt doof. Okay, pass auf, um es einfach fertig zu machen, ich schieße die auf die Tesla auf den und die Hauptwaffe auf die. Alles klar. Die haben auch Lucius, ne? Ne, das ist Mars. Das ist Maß. Das heißt, aber die haben trotzdem dieses plus 1 auf Weil sie aktuell Saves in Deckung stehen. Genau. in Deckung stehen. Okay, das heißt, die haben einen normalen Retter von 3. Okay, dann brauche Nee, ich Retter nicht. Rüstung. Rüster auch von 3. Okay. Ich schieße erstmal die drei dicken Sachen. Trifft nur eine. Auf die 2. Ja. Minus 5 oder so. Fünfer Minus Retter. 4. Und ist hier. Nö. D3 plus 3. Ist einer Ja, ist tot. einer Bombe tot. explodiert. Nein. Dass die explodieren, finde ich krass. Ein bisschen witzig. Okay, und dann schießen die auf den Fünfer-Trupp. Das sind ganz viele Zweien und Einsen. Eine 6. Und dann haben wir einmal für Sarek. Ne. Ja, dann sind das 5 Stück ohne alles. Auf die 5 in lila. Ups. 5 Stück ohne alles mit einem Schaden wahrscheinlich. Jo. Ne? Dann 5-mal auf 3. 2 Tote. Jo. Okay. Dann habe ich noch einen Chicken. So, und jetzt kommen wir aber zu Admech. Ja, und Moral müssen wir noch machen. Mo Moral. Natürlich. Ja. Pferdchen haben einen verloren. Kann, glaube ich, Können nichts sie nicht passieren. verkacken. Die haben 2 verloren. Passt. Also, wir haben eben mal off-camera gewürfelt, ne? Ich hätte tatsächlich 2x6 Schaden gemacht, ne? Ja. Was du weggesaved hast, dann wären Ja. die weg gewesen. Ja. Big Deal, ey. Na gut, guck mal, was passiert. Omnisire protects. Erzähl mal, was du gemacht hast, gut. Ich habe eine Menge Unfug gemacht. Also erstmal die Pferdchen hier haben sich zurückgezogen, damit ich hier gleich feuerfrei auf das komische Biest habe. Meine Ranger sind hier nach vorne gekommen. Oh, ich habe was vergessen, ich muss den Flieger gleich noch Klar, bewegen. unbedingt, sonst explodiert er. Genau. ja, die sind stehen geblieben. Die sind hier mit einem richtig glücklichen Sechser. Mit dem Black Hydra-Würfel. Mit dem Black Hydra-Würfel, schön 14 Zoll, weil sie Bewegungseinschränkungen ignorieren, hier nach vorne durch. Die sind von hier rüber geschiftet. Hier habe ich mich nur ein klein bisschen bewegt. Die haben sich hier alles ein bisschen umgebaut. Der große Blob ist komplett gebufft worden von Manipulus und dem Chef, der Gott sei Dank immer noch in 6 Zoll steht. genau, dann sind die hier rüber. Die Pferdchen sind da geblieben, wo sie sind. Und hier hat sich eigentlich auch nichts weiter getan. So, jetzt müssen wir noch mit dem Flugzeug irgendwo Genau. rüberfliegen. Also Ziel ist primär, dass die beiden Croissants sterben und der hier.
Und die Barkeeper wäre noch ein absolutes Goodie. Aber das Genau. ist der Plan. Genau. So, und deswegen nehmen wir mal mein Flugzeug, Unbedingt. fliegen hier mal über dein Croissant Jo. und parken hier unten. Ja, und die Model Wounds gehen auch in Fahrzeuge, ne? Zieh. Okay. So, das sind sechs Würfel, weil du ein Auto bist. Krass. Und es hier. Auf was? Gibt's Models? Drei Mortals für dich. Fünf, vier und Ja, sechs. ich guck mal, ob ich die für Sarek abwürfe. Nö. Warum auch? Warum auch? Habe ich drei Knaller bekommen hier. Zack. Zack. Ich nehme mal lila, dann passt das zur Matte. Drei habe ich bekommen. So, dann schießen wir auch gleich weiter. Ja. Und zwar fangen wir an mit den fünf Vanguards, die hier unten stehen. Die wollen wir auf dein Croissant schießen. Das sind 15 Schuss. Mit minus 1 zu Hit, bitte. Nee. Also minus 1 zu Hit, ja, richtig. Nö, nö. Ich dachte minus 1 AP, weil. So, 15 Schuss. Sechsen verwunden automatisch. Krass. Ansonsten. Warum? Weil das die Weil das Waffeneigenschaft die ist. Waffeneigenschaft ist. Ansonsten habe ich plus 1 auf dem Ballistic Skill. Das heißt, ich bleibe bei 3. Das ist stark. Da haben wir zwei Auto-Wounds. Das waren noch zwei, ja genau. Und dann ist auch relativ gut gewürfelt. Ne, war? Das geht definitiv schlimmer. Und auf 6 mehr aber, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Du hast ja mehr als Toughness 5. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, kommt noch einer dazu. Dann wird Drei. das dreimal mit minus nix. Minus nix auf die 3 für den stillen König. Hier, noch einer durch. So, das gleiche machen wir hier hinten mit den Jungs nochmal. Das Ja. sind 10. Ja. Das sind also 30 Schuss. Du hast ja auch noch gebufft, ne? Mit allem möglichen Schrott. Die haben nur, dass sie den minus 1 ignorieren. Ah, okay. Und die anderen hier haben schon Zümen und hast du nicht gesehen. Ja, Gedöns. genau. Zeug. Alles. Genau. Einmal alles, bitte. Genau. Für die möchte ich einen Kommandopunkt ausgeben. Ja, unbedingt. Das ist jetzt schon 5 automatisch verwunden. Oha. Und ich mache mal erst 20 und dann nochmal 10 hinterher. Ach, Wieder. wobei, was soll der Geiz? Ich habe doch noch wunderschöne Target Priority Würfel. Also 60, 60, 30. Auf Das sind viele Fünfen. 2 tatsächlich. Weil? Weil plus 1 und dein minus 1 ignoriere ich. Oh, krass. So, zack. So, da sind nochmal 3, 4, 5 Einsen am Start. Die darf Ja. ich dank des Marshalls wiederholen. Kommt noch mal Autowunsch bei rum. So, jetzt müssen wir mal, machen wir Pause, wir müssen das mal sortieren. Ja, man sieht ja schon ganz viele Fünfen und Sechsen. Das sind ja alleine schon hier 9, 10, oha, 12, 14 Autowunsch. Krass, damit könnte der schon gehen. Jetzt kommen noch mal Sechsen Und jetzt brauchen dazu. wir noch mal Sechsen. Da sind noch mal vier Sechsen bei. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Achso, warte mal, die Einsen darf ich natürlich durch den Marshall noch wiederholen. 5 Sechsen. Du gut auch? Ja. 6, 6. Natürlich. Ganz normaler Tag. 20 Mal darf ich saven. Ich mache mal 2 mal 10, weil es könnte schon reichen. Ja, guck mal, hier gehen nämlich schon mal 3 durch. Wie viel habe ich eben gefressen? Drei eigentlich nur, ne? Eben. Hier liegt eine 5 rum, ich weiß nicht, was ich zu sagen hat. Hast du da zwischendurch nochmal was anderes aufgeschossen? Ah, die Mortal Wounds. Zwei, genau. Genau. Richtig, alles klar. Ne, dann passt das. Dann gehen 3 schon mal durch, merken wir uns. Das ist jetzt bei 8 Schaden. Und da gehen nochmal 3 durch. Hat er noch ein Leben. Dann lege ich einfach mal die 1 hinter, einfacher halber. Das macht Sinn. Aber ein Leben ist jetzt richtig lästig. Weil ich natürlich jetzt für ein Leben ungern mit irgendwas Wertvollem draufballern möchte. Ja. Haben wir jetzt mal gemacht, auf die 4 Plus kann er drauf schießen, weil es knapp ist. Genau. Gut, dann macht man nie bloß einen Schuss. Ja. Trifft. Auf die 2 mit minus 1 Rand. Warte, mit minus Ich 1 glaube trifft er nicht. nicht, weil er kein Skitarii ist. Das ist Ja. auch schade auch. Jawohl, dann haut der Marshall nochmal drauf. Ja. Mit einem Schuss. Auf die 2 trotzdem. Jawohl. Kein minus 1. Nee, der ist Skitarii. Also Und schon dann. minus 1, aber plus 1. Weil. Weil Skitarii. Achso. Dann haben wir trotzdem nur Stärke. Also ich brauche eine 6. Da ist sie nicht. Nee. Okay, verdammt. Ich hasse das ja mit so einem kleinen Vieh darauf zu rotzen. Wie viel Reichweite hat ihr denn? 12 Zoll. Okay. Pistole da rein. W3 Schuss. Auch die Basis sind 12 Zoll, genau. Ja, aber sehr guter Hinweis. Ja. Stärke 6. Nö. Auf. Nee, Nee. keine Lust. Schade. Na gut, dann das Hühnchen Da darauf. muss das Hühnchen wohl Dann drauf. muss das Hühnchen Lass darauf. Gas! Warte, ich nehme jetzt wieder nichts gegen TP, aber ich brauche gute Würfel jetzt. Siehst du? Das Die passt 3 glaube ich schon nicht. mal. Doch, plus 1 zu Hit. Ach, der ist auch Skitarii, ne? Stärke 9, aber ich kann eh nur auf die
Ja, auf die 3. Das hat kein. Ah, einer! Minus. Wie viel Minus hast du denn? Minus 3. Ja, ich brauche eine 6, also. Ja, das passt. Na, ich habe sie kurz gesehen. Explodiere ich? Ist da was im Reichweite? Sonst hätte ich es automatisch. Ja. Das ist ja weg. Tschalü! Ja, ist okay. War kein guter Tausch, was das Ding gemacht hat, aber hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Feuer gefressen. Feuer fressen ist gut. Jo. Genau. Jo, dann machen wir hier weiter. Die Chickens. Die beiden Chickens in ein anderes Auto. Ja. Auf die 3, weil kein minus 1. Also minus 1 plus 1. Alle. Aua. Ja, okay, dann ist das Ding auch weg. Dreimal. Minus 3. Ja, damit ist es weg. Das sind die 3 plus 3, ne? Ja. Dann machst du 4, 12 Schaden direkt, ne? Ja. NCP Auto Explode, ich habe hier nochmal 3 Runden gezogen, ne? Mhm. Und da 2 Runden. Also das ist nochmal 5 Mal Wund produziert mit dem guten Flyer. Den hast du ja leider göttlich weggesaved. Wäre da eben ein Chicken mehr gegangen, dann hätte wenn und wäre. Hätte wenn und wäre, so. Gut, dann darf der Rest jetzt noch schießen. Jo, die Frage ist... Auf was? Wo drauf, genau. Wir fangen mal an mit... den Jungs, ja. Die wollen gerne da hinten in dein komisches Auto rein. Ja, unbedingt. Das passt auch von der Range. Ich möchte 2 Kommandopunkte ausgeben, damit sie jeder einen Schuss mehr haben. Mhm. So. Jetzt sind noch 18, ne? Waren die. Mhm. Genau, das sind noch 18. Ja. Und ich treffe auf die 3, theoretisch minus 1 durch den Wald. Ich habe plus 1, weil ich Skitari bin. Mhm. Genau. Das ist echt stark. Strong. Was war das nochmal? War das mit Kentik? Nee, wie heißt das dann? Das ist die Doctrina Imperative. Ja. Nämlich die Protector Imperative. Und aber dafür, hier habe ich nur einen. Und dafür hast du irgendeinen Malus auch dafür bekommen. Dafür bin ich im Nahkampf gerade eins schlechter, was ja. Die Jungs da gleich merken werden. Ja, okay. Okay, so. Kurz rechnen. 18 mal 3. Warte mal, die Würfel. 49, glaube ich, ne? Nein, Quatsch. 9. 56, ja? 18. Also sind 36 mal 2, also 2 mal sind 36, dann kommen nochmal 18 dazu, sind wir bei 54. Ja, genau. 54, ne? Ja. Gut, dann machen wir erstmal 30. Ja. Auf die 3. Auf die 3. Einzelne dürfen wir natürlich wiederholen. Danke des Marschalls. Ja, bleibt dabei. Mhm. Zack. Zack. Okay. Mhm. Das sind die ersten. So, dann habe ich Stärke 4. Mhm. Das heißt, ich verwunde auf 5 oder 6? 5. Ich hoffe nicht 6. Hola. Oh. Zu viele Würfel. Zu viele Würfel. So. Haben alle getroffen, ey? Nö, die da also. Nicht. So, dann habe ich ein paar Einsen, die darf ich neu schmeißen. Hat er ein Relikt oder warum darf er Hit ja. Und. Okay. Keine 6 dabei, keine 6 dabei, aber eine 5. Ja, dann haben wir irgendwie 1, 2, 4, 5, ne, glaube ich. 6. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ja, ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sogar. Dann muss ich noch einen daher, glaube ich. Minus? 2. Minus 2? Ja. Achso, dann würde ich, wenn es okay ist, meinen Retter auf 4 anmachen, was mir jetzt noch nichts gebracht hat, aber. Ja. Dann gehen jetzt schon mal 4 durch. Mhm. So, was haben wir gesagt? 6, 56, ne? Ja. Alles klar. Alles klar. Das sind mal viele Einsen. Oh, das ist der Reborn. Gott sei Dank. Hoch auf unserem Boden. 2 wären wir lieber. Ja. So, zack, der ist schon mal raus. Und war die 5, ne, 6 sind Autowund, ne? Ne, bei denen ist nichts Autowund. Achso. Bei denen ist nichts. Ach, die haben dafür den AP, ne? Genau. Mhm. Stärke 4. So, und dann haben wir wieder 5. Mhm. Guck mal, diesmal ist gar nichts zum Rerollen dabei. Und sage und schreibe 4. 5. Dann gucke ich mal, ob jetzt die 4er Räder was bringen. Ja, einmal eins mehr Safety, dann kriegt er nochmal 2. Hm. Habe ich 6 Schaden getroffen. Das ist gut, aber nicht gut genug. Mhm. Okay, dann machen wir... Oh Mann. Ne, komm, bevor ich sie vergesse, machen wir auf der Seite erstmal weiter. Genau.
Flugzeug. Ja. Rotzt alles dabei in deine komischen Warrior rein. Ja. Auch minus 1 der Hit, weil die kürzeste Linie durch den Wald geht. Und obwohl er über den Wald fliegt, erlaubt die Unfassbar. Regellogik es nicht. Es ist schier unfassbar. Aber der Flieger ist Gott sei Dank Skitari, da ist mir das relativ egal. Nee. Aber sonst wirst du auf die 2 treffen. Also nehme ich den Wald dankend an. So, 16 Schuss So. auf die 3. Da rerollt man nix. Da Aber da rerollt man braucht man nicht. Ein nix. überdurchschnittlich guter Wurf. Ja, ich denke Wobei auch. geht, ja. Ja, ist okay. Ja, schon gut. Ist schon okay. Und auf die 4. Ich habe mit 4. Ja. Die Biester. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Mal bitte. Mit Ja, minus das, nix. ich habe hier 4 Entdeckungen, deswegen würfel ich es mal einzeln. Mhm. Ja, davon gehen 2, dann muss ich noch eine hinterher Entdeckung würfeln. Geht auch. Das war's, ne? Reanimationsprotokolle. Kommt keiner wieder. 3 Warrior tot. Oha. Drei wollen wir jetzt doch schon mal anfangen. Vor allem kommt da keiner wieder. Ja. Hätte gut. einer wiederkommen müssen. Gut. Machen wir hinten weiter. Diese Seite hier. Diese Seite Wie hier. kommt das an? Wir fangen mit den dreien hier an mit rein. Unbedingt. Das sind 9 Schuss. Yes, Sir. Komm, wir bleiben hier. Hier ist schön. Hier ist Platz. Auf die. Ist der minus 1 irgendwas? Nö, ne? Nö. Dann auf die 2 tatsächlich. Skandalös. Unfassbar. Auf die Oh, da 6. waren. Hast du gesehen, wie viele Sechsen dabei waren? Zwei? Eine? Ich weiß Eine, es sagen wir nicht. Ich weiß eine. es nicht. Sagen wir eine. Dann auf die Sechsen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist Keiner. nix. Also einmal bitte mit minus nix. Oh. Natürlich geht er durch. Oh. Wer keiner rein kann, aber so ist das. Ja. Das ist auch eine Gefahr meiner Liste übrigens. Wenn ich meine vierer Ritter verwirfe, ist das Vorbei. Spiel richtig schnell vorbei. Aber das sind, haben Castoros-Spieler auch das Problem. Chef schießt mit seiner Pistole, der andere mit seinem Gewehr. Chef zuerst trifft Stärke 5 auf die 5. Nö. Und der andere Du, 2 Schuss auf irgendwas. Der ist verkackt, der müsste treffen. Stärke 4. Nö. Nö. Die haben keine Lust mehr, ist in Ordnung. Dann schießen die ganzen Jungs hier hinten da auch einmal Haben rein. die nicht schon auf den Flieger geschossen, eben? Die? Ja. Ich überlege gerade. Da hast du sogar einen Schreddergampfer ausgegeben, dass die auf die 5 Nee, schon. das waren die. Das waren die. Irgendjemand. Das sind die Vanguards. Das sind Rangers. Dann vierte Schuss haben wir definitiv noch nicht gemacht. Nee, also. Ich Nee. glaube nicht. Nee. Wenn, ich bin noch zu faul nachzugucken, dann sei es so, aber. Genau, so, die müssen durch den Wald, deswegen bleibt es bei 3. So, das sind 40 Schuss, ich mache mal 220. Fehlt noch einer. Komm, Die haben wieder Autowounds, wir oder? nehmen den Hydra mit rein. Ja, Nö, genau, den nö, goldenen Black Hydra-Ritter. Der war eigentlich nur zum Initiative gewinnen. nö. Daumen auch nur ein. Ja, aber der ist Aber gut. der kann Ja, was. er kann was. Der sieht auch gut aus, merke ich gerade. Ja, das ist gut. Guter Würfel. So. Dann haben wir Stärke 4 auf die 5. Sind 1, 2, 3, 4 schon mal. Minus 1. 4 brauche ich, kann ich. Nicht schlecht, der Specht, aber da kommen wir noch 20 Schritt nach. Gar kein Problem für ihn. Guck mal, hat er mich schon im Stich gelassen? Ja. Ein launisches Biest ist das. Der Und findet das 5. andere. Jo, natürlich. 4, 5, 6, 7 Mal bitte mit minus 1, wenn es mir Gar gefallen kein hat. Problem. Gar kein Problem, sagt er. Ja, da gehen nochmal 3 durch nur. Ist okay. Okay. Aber das könnte reichen, um ihn zu töten. So, dann hauen die Jungs mit ihren Karabinern da rein. Die haben was zum Schießen? Ja, Okay. das sind 15 Schuss. Krass, okay. 10, Stärke? Stärke 3, 4. Okay. Quasi das gleiche, was der Flieger dran hat in klein. Die treffen allerdings im Moment auf 4 nur, ne? Minus 1. Nö. Ne? Nö, wieso minus 1? Ne, warum? Ah, ne, Nö, das alles war gut. Auf die 2 auf jetzt. tatsächlich. Auf Skitari. Ja, alles Gitarre. Alles Man merkt, warum man keine Mechaniker spielt. Ja, genau, leider. Stärke 4, auf die 5. 2. Zweimal, dreimal. Geht durch. Geht durch. Geht durch. Muss ich einen von rerollen? Geht durch. So, damit wird er wohl gehen. Habe ich noch ein CP weniger? Ah, das sind erschreckend schlechte Würfel. Dann ist das so. Ein allerletztes. Die Ja. beiden gehen auch nochmal in deine Warrior Ja. rein. 4 Schuss.
haben keine Lust. Tot. Tot. Damit werden sie sogar anfällig für Moral. Ne, werden sie nicht. S4 verloren. Moral. Nekromoral. Okay, ich bin fertig geschießt. Ja, dann Charges. Leergepunkt. Ich gebe Abwehrfeuer. Ja. Ja, das befürchte ich. Ja, okay. Okay, pass auf. Die Vanguards chargen. Welche? Die da. Chargen da rein. Und die Jungs chargen da rein. Mhm. Wer chargt zuerst? Die leider noch nicht. Die Vanguards chargen zuerst. Charge. Jo, weil ich natürlich nur zwei Hits mit meinem Flamer mache. Stirbt nur einer. Das ist sehr bedauerlich. 5er Touch. Easy. Ja, damit stirbt er wohl. Und zack. So, das Schöne bei den Vanguards ist, die geben Einheiten, die mit ihrem Nahkampf sind, minus 1 Stärke, minus 1 Toughness. Ist okay. So, dann die Rustalker da rein. Jawohl. Okay. Nahkampfphase. Wollen wir doch mal mit den Ruststalkern zuhauen, mit den Infiltrators zuhauen, mal gucken, was die können. Jo. Die spiele ich nicht so oft in der Konfiguration. Schlechter, weil ich hier in der Protector Imperative bin, das heißt, ich treffe auf Vieren leider. Die haben jeder 2 Attacken, der Chef hat 2, du hast noch wie viel Leben? 3. 3, okay, sagen wir mal, das reicht. Ja, das sollte reichen. Also eine 2, der Chef hat 3, oder? Ne, CP sparen. Ja, da ist ja nicht so viele CP, ne? Ja, eben. Die hauen dich mit ihren Powerschwertern auf die Vieren. Das ist gar nicht schlecht. 4, 5. Das ist überdurchschnittlich. Wieder überschnitt. Und sie haben eine Stärke von 5. Du hast jetzt eine Stärke weniger, das heißt, du hast auch nur 5, ne? Verwundet weniger? Ja, verwundet mich nur auf die Vieren, genau. Auf die Vieren. 2. 2 ist nicht viel mit minus 3. Halte ich. Und halte ich. Ah. 4er Inroll, ne? Das ist ja belastend. Belastend, ja. Das macht betroffen auf jeden Fall. Gut. Okay. Ja. Dann darfst du unterbrechen, wenn du möchtest. Nein. Gut. Dann, so viel CP habe ich auch nicht mehr. Dann hauen die meine Vanguards nochmal. Und ich glaube, der Chef hat eine Attacke mehr. Jawohl. Mhm. Haben aber keine Nahkampfwaffen. Das heißt, treffen auch einen schlechter. Nix. Ja. Ja, okay. Gut. Dann schlage ich mal zurück. Schlag mal. Auf was schaust du? Ich glaube, auf 5. Auf den Vanguard natürlich. Einmal. Ohne alles? Ja. Dann auf die 3. Jawohl. Ich glaube, ich treffe nur auf 6. Ich weiß es gar nicht. Muss ich gestehen. Gut. Das war's, ne? Das war's. Das war's. Das war's. Ei, ei, ei. Moral ein Thema bei dir? Nee, ne? Nö. Gott. Ich glaube, es mit einer 6 stehen hier unten. Ich kann mal pro forma würfeln. Da ist die 6, aber ich habe eine Moral von 10. Also ist mir das egal. Ja, ich mache Grind Them Down, weil du 2 Einheiten zu wenig getötet hast. Ja. Ich mache einen Banner und score 10 Punkte. Also, so, Engage habe ich, glaube ich, verkackt. War ich zu dumm mit dem Also, Purge Vermin score ich auch erst am Ende meiner Runde jetzt gleich, ne? Also, so. Was meinst du? Purge of Vermin score ich auch gleich am Ende meiner Runde. Nicht nach der ersten. In der ersten Runde kann ich es nicht scoren. Ach so. Okay. Ja, also ich score es jetzt gleich nach. So, ich habe meine dummste Axt tatsächlich bewegt. Den Flieger möchte ich gar nicht im Beschuss töten, weil der Ketan mit dem Chargen aufs Objective kommen soll. Das heißt, ich habe mich bewegt, ein bisschen gescreent, meine Objectives gescreent, dass er hier mit dem Charge nicht aufs Objective kommt. Falls er hier kommt. Ansonsten ist hier unten alles dicht, ausgemessen. Er könnte jetzt hier noch kommen. Ich glaube hier nicht, weil ich da noch im Nahkampf bin, falls er überlebt. Ziel ist es jetzt, den Flieger anzuknacken mit Mortal Wounds. Im Nahkampf mit dem Ketan zu töten. Die Jungs müssen sterben. Hier möchte ich gerne was töten. Das ist auch 24 Zoll. Die möchten gerne die Chickens dezimieren. Er wird hier irgendwas wegrotzen und danach auch in den Nahkampf chargen. Und ich muss natürlich jetzt auch gucken, dass ich die kleinen Einheiten töte, um Grind Them Down safe zu spielen, weil ich glaube, das Banner-Spiel werde ich nicht lange aufrechterhalten können, wenn seine Reserven gleich kommen. Ja. Und ja, meine Fahrzeuge haben sich geheilt, ich habe ein CP bekommen. Würde diesen. Hier muss ich ihn nicht, da müsste ich ihn ausgeben, um aufs volle Bracket zu kommen. Ich nehme den Flamer, das ist es mir nicht wert, den CP. Dann würde ich da anfangen zu schießen.
den Flamer in die zwei letzten Ranger rein, damit ich einen Grind zum Down kriege. Und die andere Waffe in den großen Prop rein. Flamer für D6. Für 3. Stärke 5. Hier würde ich dann einen für Sarek nehmen. Ja, 2 mal minus 2. 2 mal minus 2, okay. Ja. Dann bleibt es bei mir bei der. Ein Schaden wahrscheinlich, ne? Ja. Dann bleibt es bei mir bei der 4, weil ich immer mit 1 besser safe. Mhm. Ja. Jo, damit hat er mir einen Grind zum Down negiert. Hätte ich vielleicht alles draufsetzen sollen, aber die anderen sind leider zu gefährlich mit 2 Lebenspunkten. Und da brauche ich jetzt 4en. Und den sage ich, habe ich schon benutzt. Einmal minus 3. Auf die 5. D3. Für 3. Um einen Punkt. War das der Flame? Nee, das war auf die. Achso. Also der Flamer war eben auf die und der Dings war auf die. Okay. Ja, das war natürlich jetzt einer überlebt. Ist ärgerlich für Grinds am Down. Oder? Wie viel Schaden hast du gemacht? 3. Ja, alles gut. Aber irgendwie schade, dass einer überlebt. Ja, von denen hier. Ja, weil das sind ja noch 2. Hast du beide gesaved eben beim Flamer? Ja. Ja, noch ärgerlicher. Gut, dann schießt er hier in die Meute rein. Verwirr mich doch nicht so. Ja, genau. Ja. Dann mal rein in die Meute. Ich glaube, minus 1 kriege ich, ne? Mhm. 6 auf die der Toughness. Toughness 3. Toughness 3. Dann auf die 2 treffe ich sogar für Sarek. Mhm. Moment, der kriegt keinen Sarek, weil er keine Dynastie hat. Recht. Dreimal. Minus? Minus 3. War da eine 6 bei mit minus 4? Ich weiß es nicht. Machen wir minus 3. Okay. Plus 1 durch Balrog. Ein Schaden? D3. Achso, die 3. Dann ein besseren Safe, weil sie in dem Geländestück stehen. Dann kriegen sie für sich selber einen besseren Safe. Okay. Also effektiver minus 1. Kriegst du plus 2 auf dem Safe jetzt? Ja. Was aber bei einem 4er Safe. Warum kriegst du plus 2? Weil Balrog aktiv ist. Plus 1. Plus 1. Und die Rostocker haben den Effekt, wenn sie vollständig im Geländestück stehen, kriegen sie nochmal einen auf dem Safe. Ach krass, okay. Dann minus 1. Dann effektives minus 1 sind trotzdem 5 und 3 Stück hattest du. Ja, genau. Das ist einer safe, 2 nicht. D3. Für 2. Und für 1. Den ist einer dood und einer verliert ein Leben. Mhm. Ja, dann ist es so. Völlig verrückt. Dann schießen als nächstes meine 5 guten, sag mal schnell, die My Will Be Done bekommen haben. Wie heißen die denn? Ich muss sie nicht fragen. Immortals. Ich habe von Necrons keine Ahnung. Ich glaube dir alles, was du mir erzählst. Die machen 38 Schaden pro Würfel. 20 Schuss pro Modell. Die haben Tesla rerollen, die Einsen. Die 3 treffen, glaube ich, nicht, weil du im Wald stehst. Ja. Aber die 6 sind 2 extra, weil es Tesla ist. Na, heftig. Und jetzt brauche ich 6 beim Verwunden, bitte. Ja, hier habe ich minus 1 Rent wegen meiner Dynastie. Mhm. 1 für Sarek. Und dann bist du 2, 4, 6, 8, 10 mit normal und 2 mit minus 1. Okay, dann machen wir erstmal die 10. Ja. Die wählen tatsächlich alles, was keine 1 ist, safe. Und da ist keine 1 dabei. Ja. Und dann war nochmal 2, ne? Ja, minus 1, ja. Also auf die 3 plus, eingehalten, einen nicht. Dann gut. Ist der eine noch. Good talk. So. Ja, ist okay, damit lebe ich. Doomsday Arc schießt tatsächlich einen Gauss Array in die rein, weil er hat noch einer ein Leben, ne? Nee, der ist gerade gestorben. Achso, okay, gut. Dann schießt trotzdem einen Gauss Array da rein. Wobei, es ist Quatsch. Ja, da muss ich in die reinschießen. Mhm. Alles von der Doomsday Arc in die rein. D6 für 3. Auf die 3, jupp, alles. Alles. Auf die 2. Alles. Alles. HP? Minus 3 hat sie, glaube ich, noch die dummste Arc. Ich guck mal hin. Ja, ist das relevant? Ja, nö. Bei minus 3 ist nicht relevant. Dann auf meinen 5er Retter. Ein gesaved, 2 nicht. D3. Ja, dann ist einer tot und der andere auch. Und dann kommen meine Ghost Arrays hinterher. Wieso ist einer tot und der andere auch? Es ist nur einer tot, meine ich. Genau. Oder die haben wir 2 Leben, ne? Ja, deswegen. Ghost. Jupp. Das ist traurig. Toughness haben die? 4.
zweimal minus 1. Zweimal auf die 4. Nö, das reicht nicht. Dann ist er wohl dumm. Und die anderen 10. Jetzt habe ich keinen Sarek Reroll mehr. Den habe ich eben benutzt. Hier reroll ich aber die Einsen, weil die markiert sind. Treffe ich aber nur auf 4. Verwunde auf die Toughness 4 haben die? Mhm. Wer jetzt? Die haben nur 3. Ja, die haben 3? Okay, dann verwunde ich einmal mit minus 2 und zweimal und viermal mit minus 1. Okay, der einmal mit minus 2 behält das finde ich auf dem 4. Ja. Geht durch? Geht durch. Und was war noch? Viermal. Minus 1? Ja. Also auf die 3. Ja. Geht auch durch. Noch einer. Schaden jeweils? 1, ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist wohl richtig. Das waret. Das ist ärgerlich, dass die beiden. Aber okay, ich habe zumindest einen Trupp getötet. Ich habe meine Vitalkräfte vergessen. Mach doch. Okay. Antimaterie-Meteor auf den Dude. 3 Mortal Wounds. Auf wen? Auf den, auf den nächsten immer, genau. Mhm. 3 Mortal Wounds. Nett. Und dann würfel ich noch einmal. Mit einer 1 wird das nix. Das wäre jetzt der Leadership-Test gewesen. Ich guck mal eben, ob ich den manifestieren muss oder ob ich den einfach würfeln kann. Ich glaube, dann muss ich auch erstmal triggern. Nee, ich muss einfach nur 1d6. Ich hab, du musst jetzt über eine 11 würfeln mit deinem Leadership. Ich habe nämlich eine 1 gewürfelt. Das wird zu meinem Leadership geaddet. Ja. Ich habe jetzt eine 11 und da musst du drüber würfeln. Also mein Leadership plus 1w6 quasi. Ja, genau. Okay. Das Flickzeug hat eine Leadership von 9. 9, ja okay. Dann brauchst du ja nur eine 2. Da ist es. Alles gut. Sonst hättest du jetzt die Differenz an Mortal Wounds bekommen. Ja, das ist nicht so nett. Das heißt, wie viel Leben hat er jetzt noch mit den 3 Mortal Wounds? 7. Eine mehr hätte ruhig sein können. Die machen eine Aktion. Hier ist alles durch. Der charge da gleich rein, so sei es. So, was mache ich jetzt hier hinten? Die dummste Ark. Ich hoffe, er schafft den im Nahkampf, sonst ist egal, dann ist halt Pech. Die dummste Ark schießt die dicke Knifte auf die Jungs drauf und die kleine Knifte auf die Jungs. Mhm. Dicke zuerst für D3. Für 5. Ich stehe durch den Wald, ne? Auf die 4. Auf die 2. Einen für Sarek benutze ich einfach mal, bringt nichts. Dreimal. Minus? Minus 2 oder minus 3. Ja, das ist wichtig. Minus 2 ignoriere ich nicht. Ich glaube, ich habe es wieder falsch gemacht. Mit denen hier ignorierst du minus 2. Achso, mit denen? Ja. Nee, mit denen nicht. Mit denen nur 5. Ja. So, ja. Einer kommt durch. D3. Ja, ist halt tot. Für 3. Ja, das ist ärgerlich, dass auch hier 2 gehalten werden. Das negiert mir so ein bisschen meine Grind and Downs gerade. Dann muss ich jetzt die 10 Schuss machen in die Skitaris rein. Die haben ja Transhuman, ne? Transhuman und Ignore AP minus 1 und 2. Dann ist das ziemlich traurig. Nur auf die 4, ne? Mhm. 3. AP? Minus 1. Okay, ignoriere ich Schaden? Zweimal minus 2, Entschuldigung, und einmal minus 1. Okay, ignoriere ich beides? Ein Schaden. Ein Schaden jeweils. Dann habe ich alles, was keine 1 ist. Shape. Ja, dann ist es so. Dann ist dem so. Ja, ich rotz mit der Dooms, mit der Side hier alles in die Chickens rein. D6 mit der großen für 2. Das ist mein Reroll. Da habe ich noch 3 CP. Bleib bei der 2. Das ist immer der Klassiker. Auf die 3. Oh wei. Sarek Reroll. Ja. Oh. Minus 4. Auf die Chicken. Ja, jetzt kommt die 5 wahrscheinlich. Ich bitte darum. Natürlich. Ist sie ja beschützt. Ja, wenn ich mit Dallas hier solche Schussphasen habe, dann kann einem auch keiner helfen. Hier trifft man alles. Das 4 brauche ich. Ja, 3-mal. Minus 3. Alle 3 durch. Ja, D3. 3. Tot. Einer tot. Der andere auf 3 runter. Das war aber juicy. Ja, wäre eben einer durchgegangen, wärst du tot. Explodiert? Nein. Nee. Ja, es war trotzdem eine erschreckend schlechte Schussphase von mir. Das hat so überhaupt nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann muss ich jetzt ihn chargen. Ja. Mit ihm. Zündest du was an CP? Nee. Dafür habe ich zu wenig. 11?
So, dann peile ich den mir noch. Er charge hier rein. Mit einer 9 kann ich sogar durchs Gelände, würde ich behaupten. Dead Call. Ja, dann bin ich hier rüber gegangen tatsächlich. Das ist gar nicht so unwichtig, damit ich halt auf ein Objective komme und hier 2 habe und mehr Jawohl. als er. Weil da wird er scoren und damit er keine 15 scoret, war es wichtig, dass ich hier 2 Modelle habe, damit das in meiner Obhut ist. Das war wichtig. Nach dieser bescheidenen Schussphase doch ein Lichtblick tatsächlich. So, und dann möchte er hier noch gerne chargen. Er in die rein. Jo, macht er auch, glaube ich, ne? Macht er glatt. Blub, 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 blub. Kennt er nix. Zack, hier in den Kopf rein. Kann er was im Nahkampf oder sieht das nur so Ja, aus? tatsächlich. Verdammt. Der Sch Na, es geht, der macht er flat 3 Damage. Ja, schon mal schlecht. Hat aber nicht so, hat nur 4 Attacken, glaube ich. Könnte reichen. Ja, mal gucken. Da du unterbrechen kannst, was mir relativ egal ist, würde ich, du wirst nicht unterbrechen mit deinen 2 CPs, die du hast. Deswegen würde ich mal, ich habe noch 3 CP, ne? Ich auch. Mächtige 3. So. 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 Ignoriere ich jetzt für 2 CP, ist es mir das wert, 2 CP auszugeben, damit er keinen Retter hat auf dem Flieger? Der Flieger hat sowieso keinen Retter. Hä, du hast doch einen Fünfer mit dem, oder nicht? Nein. Ja, dann. Good talk, dann fange ich hier an und Das werfe einzige einfach mal. Modell ohne Retter. Ich treffe alles. Ja. 5 Attacken. Stärke 6 hat er aber nur. Toughness 7. 5! Drei Stück. Dreimal! Drei Stück. Minus. Ich glaube, du bist auf einer 6 jetzt. Warte, ich guck mal nach. Ja, schmeiß mal, ich guck mal nach. Oh, das wird tatsächlich relevant. Minus 3 habe ich ja. Ja, dann bin ich bei 6. Natürlich schmeißt er 2 Sechsen hin und damit überlebt der Flieger. Und negiert mir wieder einen Random Down. Und ich mache 3 Flat Damage. Dann gehe ich auf 4. Das ist lächerlich. Ich finde das gar nicht schlecht. Ja, das ist ein bisschen albern gerade. Aber es ist ein Würfelspiel. Ich schlage hier zu. Ja. 3. Damit überleben auch die. Auf die 2. Minus 3, 3 Flat. Minus 3, dann auf den Fünfer Retter. Natürlich schmeißt er 2 Sechsen. Warum auch nicht? Puh. Was hier Ja. los ist heute? Die Arc hinten auf deinen Typen drauf. 3 Einsen, damit passiert nichts. Ah, ich darf noch aktivieren und wird dann hier reinpeilen natürlich. Natürlich. Dann dürfen die noch zuschlagen. Oder können die was im Nahkampf? Macht das überhaupt Sinn? Du hast ja Fallback, ne? Ja. Fallback und Shoot hast du, oder? Habe ich. Also Dann. die haben im Nahkampf nur ihre Masse. Ja, dann würde ich so hier rein. Ja, super Nahkampfphase. Ich habe 3 Wunden mit dem Katan gemacht. Irgendwas ist immer. Ja, ich würde dann mit meinen Sachen noch fix zurückkommen, weil das völlig in Ordnung Ja ist. klar, ich glaube, da ich hier gar keinen getötet habe, wird meine Arc jetzt gehen. Wir machen erstmal den Ist hier. hier keiner gestorben gerade, ne? Nee. 3 Attacken vom Chef mit seinem Krass. Säbel. Treffen. Stärke haben Das ist wir jetzt hier der Nahkampf. 4. Also auf die 5, das ist nix. Gut, dann machen wir. Der hat noch wie viel? 4. 4 noch, okay. Na gut, dann macht es keinen Sinn mit den Vanguards. Dann nehmen wir gleich die, hauen da rein. Das sind 2 Attacken Ja. auf Also jeden. hier war es gerade essentiell, dass mindestens einer geht, Ja. um eine Chance zu haben, am Leben zu bleiben. Ich gebe einen Kommandopunkt aus, damit die Jungs eine Attacke mehr hier da machen. Ja. Krass. Das ist bitter. So. Diesmal auf Dreien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stärke. Ach ja, wieder auf 4. In der Wende hat sie noch da stehen. Weil die noch leben, weil die meinen Beschuss natürlich Genau. überlebt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal mit minus 3, bitte. Damit sollte er gehen statistisch. Da ich keine Vieren kann und 4 Einsen und 2 Einwürfel, ist er tot. Ob er explodiert. Auto explodiert. Auto explodiert. Jetzt geht's los. D3 für die Vanguards. Yes. Für einen natürlich nur, weil die überleben müssen. Das Ja. ist echt albern Vanguards gerade, müssen Alter. immer überleben. Das ist wieder ein Grind. Das ist so lächerlich. Und der andere auch noch. Für 3. Wenigstens geht hier einer. Und einer geht noch durch, ne? Ja, also 2 Vanguards haben gerade Flamer-Beschuss überlebt und die Explosion überlebt. Und damit habe ich tatsächlich nur. Ich habe nichts getötet. Das ist korrekt. Doch, den. Doch, warte. Nee, die stehen noch, die müssen noch Moral schaffen. Oh, doch, ich habe die Sabre Riders getötet. Ein Trupp.
Die zwei, die da standen. Ja, absolut. Ja, damit habe ich kein Grind and Down gemacht. Okay. Also das war eine erschreckend schlechte Schussphase und eine noch schlechtere Nahkampfphase. Und du darfst, glaube ich, sogar mit dem Bengard noch zuhauen. Nee, Ja, darfst gut. du nicht. Nee, der ist ja weg. Okay, krass. Genau. So. Moral. Da sind drei raus. Fünf. Acht, das reicht nicht. Wenn du niedrig würfeln willst, solltest du einen anderen Würfel Der nehmen. falsche Würfel, ich merke schon, hier ist einer von dir übrigens noch. Bitte keine Eins oder Zwei. Nee. Einer bleibt stehen. Einer bleibt stehen. Zwei. Am besten. Ja, also wir fassen mal zusammen. Ne? Ich konnte die Chickens nicht eliminieren, weil die Retter standen. Der ist nicht gestorben, der Flieger ist nicht gestorben. Zwei Vanguards habe ich nicht kaputt gekriegt. Mit Flamern und Mortal Wounds. Ja, ist so wie es ist. Weiter geht's. Krass. So, Bewegungsphase, er fliegt hier über mein Dings drüber. Und Mortal ist auch meine Ark. Natürlich. Natürlich macht der vier Mortal Fünf. Wounds. Warum? Die vier auch. Weil ich ein Vehikel bin. Fünf Mortal Wounds. Ganz normaler Tag bei Edmich. Und ich save eine. Nimmst du noch auf? Ja, ich nehme auf. Ja, er Okay. bewegt jetzt Ja, das natürlich dauert noch noch ein sein bisschen. Chicken. Hier vorne ist alles nach vorne. Er ist aus dem Nahkampf zurück. Die Ark wird mit ziemlicher Sicherheit gleich gehen. Ich glaube, wenn das Chicken halbwegs gut trifft, wird auch diese Barke gehen. Du brauchst eigentlich noch zwei Lastkarten durchbringen, dann ist das Spiel vorbei für die Barke. Hier bist du wahrscheinlich im Nahkampf geblieben, da überlegen wir gerade noch. Die haben Octarius gemacht hier auf jeden Genau, die haben Fall. Octarius gemacht, das werde ich dir auch nicht negieren können. Ja. Der kommt hier runter, zieht sich dann hier dementsprechend aus dem Nahkampf zurück und Genau. versucht sein Glück im Fernkampf und mit Mortal Wounds. Der ist noch voller Leben, der Gute. Aber das könnte reichen. Jo. Und wenn der geht, dann ist eng. Genau. So, dann probieren wir das doch gleich mal hier. Ja. Wir fangen mal mit den Flamern an. Ich zünde für einen Kommandopunkt. Wrath of Mars, Zorn des Mars. Ja. Mortals zum Verwunden. Sechsen zum Verwunden machen Mortals. Ja. Druff. Haben die alle 12 Zoll? Die haben alle 15 Zoll. Okay, dann müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Genau. Aber nur vier haben leider Flamer. Der Chef hat eine Pistole, die machen wir Ja. danach. Okay. Das sind schon mal etliche Schuss. Natürlich. 18 Schuss. 18 Ganz Schuss. normaler Tag. Bei 4 Flamern. Ja, was kostet die Also Welt? 2 bis 3 beim Schnitt, aber ist okay. So, dann haben wir Stärke 4 auf die 5. Und 6 sind Model Wounds. Hm? Und 6 sind Model Wounds. Das 3 Model sind Wounds. 3 Model Gucke ich Wounds. mal, ob ich die abkniffe. Zwei davon kniffel ich weg. Puh. Das ist nicht so sexy. Oh, ich finde das ziemlich sexy. Und dann Aber ich mach weiß mal nicht, ob bitte das reicht. noch 5 mit minus 1. Das sind vier. Alle, bis auf einen. So, und dann hat der Chef noch Ja, irgendwie du hast was ja noch davon. 800 Schuss mit den Skitarii. Dezent, dezent. So viel sind das gar nicht. Geht das? So, die Sterilisatorin. Cheffe, den kann ich mir immer nicht merken, den Dude. Warum hat der auch eine andere Waffe? Ätzend. 5 Schuss Pistole. Ist das kompliziert? Ja, das ist richtig schlimm. 5 Schuss Pistole auf die 3. Unbedingt. Das sind schon mal 3 Stück. Ob du 5 Stärke 3. auf die 6. Auf die 6. Aber eine 6 wäre auch eine Mortal. Schade. Nix. Okay. War nicht ganz so geil wie gedacht. Dann der eine Vanguard-Dude. 3 Schuss. Geronimo. Eine Auto-Wound. Ein Treffer. Noch on top. 2 Wounds. Minus Okay. nix. Lächerlich. Eine geht durch, natürlich. Na, logisch. So, waren von denen schon welche raus? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube ein oder so, ich weiß nicht, Also wir Zimmer. denken uns, der Kram steht auch hier mit im Wald drin. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, alle noch am Vollständig. Leben. Dann alle Traurigerweise. rein da. 40 Schuss oder was? 40. 40. 40. So, gehen wir mal hier rein, die ersten 20. Unbedingt. Auf Dreien. Also. This are a lot of hour. Du würfelst gerade ziemlich. Läuft. Also, Läuft. das, was ich verwürfel, würfelt er mit? Ich spiele häufiger gegen dich. Das ist mal ganz entspannt. Stecke 4 auf Ja. 5. Ja. 1, 2, Das sind 3, viele. 4, 5, 6, 7, 8 Mal mit minus 1, bitte. Vier gehen durch.
Und dann nochmal die 22. Oh, die war nicht so gut. Das ist jetzt noch 6 Schaden machen. Ja, Potenzial ist da. Mal gucken, ob es bis zum Ende hält. Schon wieder so viel gewürfelt. Wir brauchen 5 Wände. Oh, du. 1, 2, 3, 4, 5. Sind 6? Sind 6? Aber sind 6? Ich weiß es nicht. Das reicht nicht. Nee, das reicht. 2 gehen durch. Da lebt es noch. Da lebt es noch. Wie viel hat es noch? 4. 4? Ja, Hühnchen rein. Du machst Minus? 3. Was schießt denn da noch? Auf den schießt du noch, ne? Das ist die Frage, welchen will ich versuchen am Leben zu halten? Ich versuche ihn. Ein CP. Verbessertes Quantum Shield. Gib ihm. Erstmal treffen. 3. 3. Treffen. 4. 4. Ja, reicht mir, wenn der durchkommt. Komm. Hm. Ah, ja. Rerolle ich für ein CP. Ja. Okay. Ja. Would it blend? Klar, natürlich. Nein, das lohnt nicht. Nee, das lohnt nicht. Ist das lächerlich. Dann machen wir hier weiter. Ja. Wir fangen mal an mit den Rangers in das hässliche goldene Vieh. Unbedingt. Unbedingt, das muss. Mhm. Ich habe noch 2 CP. Reicht mir 40 Schuss oder? Ach, das sind gar keine 40. Wir schießen erstmal mal Manipulus rein. Mhm. Trifft. Mhm. Stärke 7, glaube ich. Ich werfe da 3, okay. Das wird nicht reichen. Du brauchst eh eine 4. Ich brauche eh eine 4. Transhuman, ja. Ach, Transhuman. Ekelhaft. Ja, komm, dann drauf da. Ohne extra. Ohne extra. So, das heißt, da sind 2 raus. Das heißt, wir haben 4 Schuss weniger, nicht wahr? So, genau. Also, wir machen erstmal 20 und dann machen wir nochmal die anderen. So, die ersten 20 auf die 3. Viele Einsen. Gott sei Dank ist hier ein Marshall dabei. Das sind nochmal 2 andere. Ne? Danke. So. Hier nochmal ein paar 2. Zack. So, dann haben wir Stärke 4 auf die 6. Also 5 Wänden. Marshall dabei, Gott sei Dank. Wir brauchen das aber auch. Oh! 4, 5, 6 Stück im ersten Durchgang. Einer. So, dann schieben wir noch eine 18 hinterher. Einen Schaden bekommen. Einer? Ja, das ist minus 2. Minus 2 habe ich. So, dann habe ich 3 Schaden bekommen. Dann schieben wir noch eine 18 hinterher. Guck mal, kein Bock auf 2 mehr. Zack. Und nochmal 5. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal mit minus 2. 4 gehen durch. Ich kann nicht Schnitt würfeln. Wie viel hat er noch? 3 oder. Ja, 3 hat er noch. 3 hat er noch? Ja. Gut, dann hier hinten die Vanguards da rein. Die haben hier das noch voll. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und das ist 30 Schuss. Mhm. Da gebe ich jetzt einen Kommandopunkt aus, damit sie auf die 5 automatisch fahren. Okay. Ja, minus 1. Ne? Ja, minus nichts. Okay. Wir nehmen uns mal gleich die Einsen vor und sortieren die 5 und 6 schon mal raus. Okay. Getroffen haben natürlich trotzdem noch ein paar. So. Auf die 6. 1er Reroll. Nein. Dann sind das einmal 5 Stück für den ersten Durchgang, bitte. Das wird trotzdem reichen. Weil ohne ich, alles. Ja, trotzdem, ich habe eine 2 gewürfelt. Damit brauchst du noch eine Wunde und dann. Ne, Quatsch. Ich glaube noch eine Wunde, ja. Okay.
Okay, dann machen wir nochmal die letzten 10 Schuss. 5 und 5. 3. Ja. Wie wollen? Das sind 4 Autos. Ja, komm, warte. Ne, halt ich. Jetzt. Jetzt wird's albern. Eine. Nochmal eine Runde. Natürlich halte ich die nicht. Explodiere auch nicht. Okay, cool. Wobei, ich habe noch 2 CB, ich mache ein Auto-Explode. Ja. In 6 Zoll macht die das sogar, hätte sie vielleicht stehen lassen sollen. Ich weiß nicht, ja, ob die mir so stimmt. Ja, klar, ist ja. Sabre Rider. Ja, ist auf jeden Fall drin. 2. Tot. Skitaris. 1. Dann Marshall. 3. Meinst du mein Lieber? Ja, genau. 3. 3? Ja. Das ja, musst du mal gucken. Dann, also glaub, das die, ist noch nicht gut mit 3. Ich glaube, die anderen sind nicht mehr am Dings. Ich glaube, ja, ich glaube, damit war das auch das Spiel. 5 von dem hat er. Noch 2. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das war wichtig jetzt. Gut. Ja, dann darf dein Chicken noch auf meine Doomsday-Ark schießen. Ja. Ich hab auch keinen CP mehr mit, damit wird die auch gehen wahrscheinlich. Die habe ich mir noch freigehalten. Auf die 4, weil ich durch den Wald muss. Gar kein Problem. Natürlich. Das ist bis jetzt jedes ich Chicken. Ich habe noch nicht einen Mastery Roll gebraucht, ne? Ja. Hat die Transhuman-Dings? Ja, klar. Okay, dann auf 4. Ja. Wie viel Leben hat die Ark hier noch? 6. 6. Müssten 2 schon safe durchkommen eigentlich. Ich habe auch noch einen Retter, ne? Nee, nee. Okay. Okay, das war einmal nix. Die hat noch 6 Lebenspunkte, ne? 4. 4. 4. Achso, apropos auf den. Der schießt natürlich noch in deine Krieger. Jupp. Lass mich doch mal gucken. Ich schieße natürlich mit 4 nicht mehr so gut. Wahrscheinlich nur noch auf 5. Auf 4 tatsächlich noch. Sehr schön. So, dann machen wir da nochmal kurz unser 16 Schuss drüber. Also auf 4. So. Der 4 auf die 4. 5. Was? Achso, auf die 4 natürlich. Ja. So, dann sind das 5 Stück nur. Ja, mit minus nichts. 4 Klippen. Ach, guck mal. Halte ich. Einer geht durch, natürlich. Steht wieder auf. Traumhaft. Stehe ich nach vorne. Sehr schön. Ja, ich glaube, das war es auch an sinnvollen Beschuss. Okay. Ich könnte jetzt versuchen, noch auf den, aber das macht keinen Sinn. Das ist wurscht. Okay. Okay. Ja, ich glaube, dann gucke ich mal, was ich noch reißen kann und dann macht die Edmech gleich Restdivision mit den Necrons. Genau. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt hier oben tatsächlich hingeflogen und guck mal, ob ich es schaffe, eine 3 bis 5 zu würfeln, damit der Manipulo stirbt. Was habe ich gesagt? Noch Fragen? Ich würfel über Leadership. Ja, guck mal, ob du eine 12 bietest. Oha. Das wird nicht reichen. Ich weiß gar nicht, was der Minus hat. Ja. Wahrscheinlich nicht so viel. Wahrscheinlich hat er 8. Ja, der hat 8. Kriegst du 4 Model Wounds. Ja, dann ist er doch tot. Ja, die wären eigentlich für die Skitari bestimmt gewesen. Das bleibt doch nicht. Da ich 3 CP habe und jetzt einfach alles klappen muss. Ein toter Manipulator ist schon mal verdammt wichtig. Ja. Doch, ich spare mir den CP tatsächlich noch auf. Es ist mir wirklich egal gerade. Wobei, wenn ich halt noch 3-4 Skitari mitnehme, ist nicht verkehrt, ne? Komm, ich mache noch eine Kretankraft. Jetzt hätte ich mal die 1 gebraucht. Ich habe wieder. Wobei, ich muss jetzt für jedes Modell eine 6 würfeln. Ne? Das ist falsche Kraft. Sky of Falling Stars ist es, wenn ich das hier jetzt richtig sehe. Ich muss 3 Einheiten in 24 Zoll nehmen. Und für jede muss ich ein D6 würfeln bei einer 1 bis 5. Wenn die Results geringer sind als die Anzahl der Modelle, gibt es 3 Mortal Wounds. Bei einer 6, 3 Flat. Quatsch. Wenn es im Tessak Board ist. Also, bei den Skitari. Für 2. Dann für den anderen Blob, Vanguard oder was es ist, ja. Da bin ich auch drunter, gibt auch die 3 für 1. Ja, und dann habe ich noch einen Squad hier in 24 Zoll, ne? Ja, das war es nicht wert.
Also sind nur noch Characters und so da, aber ich habe die Nee, mitzählen. ich kann da nicht unter der. Also ich muss unter der Ach so, Soldstärke. verstehe. Ja. Verstehe. Nee, natürlich. Genau. Und jetzt machen wir hier den Superschuss auf das Chicken. Trifft. Verwundet. Du brauchst einen Retter. Flat 6 Damage. Omnisia. Okay. Die hier, du ignorierst da wieder minus 1 und 2, ne? Aktuell noch, ja. Der hat wie viele Lebenspunkte noch? Wer? Er? Vier. Tja, dann schießen die Jungs hier auf die vier von der Tankstelle. Achso, ja, ich schieß auf den, ist egal. Sind ja, also such du dir aus. Also ich schieß Such dir auf. aus. Hier wäre ein Einzelner, wäre für Bring It Down, Grind It Down sinnvoller. Ich schieß auf den. Das ist der Einzelne. Ja, schieße ich darauf. Sechsen, Tesla. Ich habe übrigens Fallback und Shoot, was nicht mehr relevant ist. Und ich habe, ja, das sind fünf Stück. Minus Nix. 3 noch. Gar kein Problem. Und dann schießt meine dummste Ark da auch noch rein. In den Einzelnen. Also so gut habe ich lange nicht gewürfelt. Ja, ist Das ist einfach albern. echt langsam wird's Ja, bitter. dann 10 Schuss in den, 10 Schuss in den, weil. Einen für Sarek. Viermal minus 1. Ja. Ein Schaden. Das war der 4. Dann ist er Zwei tot. Schaden, ist er tot. Dann auf den anderen. Weil dann Rapid Fire Range jetzt, ne? Jo, das sind dann nochmal 6 mit minus 1. Was war auf dem? Ja. 6 mit minus 1 für einen Schaden, dann bleibt es auch bei der 4, dann ist auf jeden Fall tot. Ja. Die Doomsday habe ich eben off-camera schon angesagt. In den Reihen mit D6. Für 4. Minus 1 zu Hit wahrscheinlich, ne? Der? Ja. Zwei Treffen. Zwei verwunden. Geht durch. D6 Schaden. Ja, für 10. Jetzt kommen die 5. Macht er einfach so? Du hast ja keinen Retter, ne? Nö. Oder? Ja. Dann ist er tot. Explodiert er? Ach so, ist ein bisschen Reichweite. Ja, er wahrscheinlich. Oder hat er nur 3 Zoll? Nee, 6, Ja, ne? dann ist der die. Ah, ich repariere mich um einen. Wie viel hast du noch? 8 jetzt. 8 jetzt. Dann, oh Gott. Explodiere ich automatisch für ein CP? Mach maximal 3 Schaden. Dann sind wir bei 5. Was könnte ich mit dem lassen? Nee. Nö. Gut. Ja, okay. Cool. Dann schieße ich tatsächlich. Ja, eins der Chickens muss halt sterben mit ihm. Das kleine Besteck da rein, der große in den Chicken. D6 für 2 natürlich nur. Eine 1 dabei, natürlich. Eine 2 sollte reichen zum Verwunden. Stärke 40, kannst auch nochmal rerollen zur Not. Eine 1, nein. Ich guck mal, ob die 2 reicht. Ich darf eine 7 hast du mit denen, ne? Ich habe noch 6. Ja, dann reicht es auf jeden Dann Fall. reicht es auf jeden Ja. Fall. Minus 5. 5 Bretter. Nein. D6 Schaden, reicht nicht, um ihn zu töten. 4. Ach, 2. Ja. 6. 10 Schuss in die Skitari. Von ihm in ihn. Zack, 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 zack. Die 3 nicht. Bei minus 1 zu Hit. Jo. 3, 6 Stück mit minus 1. Ne, die nicht, ne? 5 Stück mit minus 1. 5 Stück mit minus 1. Jupp. Dann 5 Stück auf die. Mit einem Schaden wahrscheinlich geht er, Ja. ne? Dann auf die 4. Zwei Tote. Ja. Okay. Ja, das war mein Beschuss. Wobei die können noch, ne? Die hier. 6 Schuss auf die Skitari. Durch den Wald. Auf Transhuman. Ich glaube, da war eine 3, weil ich nehme mal einen raus. Der hat eh nicht verwundet. Das wäre mein Sarek-Reroll gewesen. Dann mache ich den nicht. 3 mal minus 1. Achso, dann sind sie sogar. Ich hätte auch eben gegen 3 gesaved, aber ist nicht schlimm. Ja, alles gesaved. Aber save ich ja.
Gut, dann hat alles, was kann, geschossen und gewütet. Hier der wichtige Fünfer bestanden. Meine Mortal Wounds sind leider nicht in dem Umfang rausgegangen, wie es ging. Aber ein toter Manipulus ist sehr wertvoll. Und hier musste ich auch für 3 Lebenspunkte deutlich mehr investieren als nötig. Und dann mache ich einen Charge. Ja, alles klar. Gut, dann gehe ich in den Marshal und in die Vanguards mit den Auto-Wounds rein. Mache ich. Willst du Abwehrfeuer geben? 3 Attacken in den Marshal. 2 in die Vanguards, weil das bis jetzt so gut geklappt hat mit dem Würfeln. Treffen alle. Und verwunden alle. Minus 3, 3 Flat Damage. Okay, das ist der Marshall. Ne, 3 waren in den Marshal. 2 in die Vanguards. Okay, dann Falls du einen safest. einmal der Weil. Minus wie viel? Minus 3, 3 Flat. Minus 3. Statistisch safest du einen und dann müsste er. Also der Marshall hat also 4er, das heißt, dann geht er auf seinen 5er Wetter. Da hat er nur einen von gehalten, zwei kommen durch. Stirbt da. Stupp da, sagst du, okay. Und dann haben wir noch zwei in die Vanguards. Die haben Die auch einen haben Retter. einen 6er Retter. Was? Safe. Sechser Nicht Retter? safe. Okay. Zwei. Zwei, zwei. Und der Marshall ist tot. Und Le Marchel ist tot. Das natürlich hier die Hast beiden. du hast Berücksichtigt, dass du einen Stärke weniger hast? Macht wahrscheinlich aber keinen Macht keinen Unterschied Unterschied, auf nein. Tag 3. Genau. Ich habe einen Toughness weniger und einen Stärke, ne? Genau. Ja, dadurch, dass Einschicken nicht gegangen ist, was ich erhofft hatte, auf das konnte ich leider dann auch nicht mehr schießen, habe ich jetzt tatsächlich nur 4 Einheiten getötet. Ja, ich hatte mir 5 erhofft, aber Aber gut. ich darf ja noch zurückhaben. Genau. Ich mache auf jeden Fall Purge of Vermin für 4 Punkte und er darf noch zurückkommen. So be it. Mal gucken. So, ein paar Attacken auf die Vieren. Fünf. Ich habe hier wie viel Tappens hast du so? Jetzt habe ich nur noch 5, glaube Okay, ich. dann sind es 5, genau. 3 Stück. Minus nix. Okay, 2 bekommen. Ganz normaler Tag. Wenigstens nicht 3. Ja, 3 wäre sexy. Gut. Ja, ich mache Purge of Vermin für 2, für 4 also. Und Grind them down habe ich 4 getötet. Und dann gucken wir mal, was passiert, ne? Und 2 Banner habe ich gemacht und 10 gescored. Du scorest jetzt 15, weil ich die natürlich nicht kaputt bekommen habe. Und das war das, was ich eben halt sagte, ne? Das ist Ja, halt. das ist jetzt wichtig auf jeden Fall mit dem 15. Das bringt guten Vorsprung. Jo, da gibt es natürlich Fallback und Shoot. Die sind hier drauf gegangen. Der ist so ein bisschen aus der Sicht von der Barke. Die machen auch Terrier Starter. Die sind aufs Objective. Die bleiben wahrscheinlich auf dem Marker und in dem Geländestück und Genau. holzen hier halt so ein paar Wunden weg. Genau. Die hier hinten kann ich noch mal ein bisschen rausholen, vielleicht noch auf Range bringen. Nee, wird nichts. Wo ist die? Ich glaube, die hat noch keine Wunden bekommen, ne? Weil hier lag eine 2, die ist aber, glaube ich, nicht Boah, von nee, ich dir. glaube, bei der habe ich nichts gemacht. Nee. Genau, meine ich nämlich auch. Bei der habe ich nichts gemacht. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn die Chickens jetzt versagen, kann ich noch was machen. Wenn die Barke geht, ist das Spiel. Punktetechnisch kann ich das nicht mal Schießen ändern. wir doch da gleich mal als erstes drauf. Ja. Was hältst du denn davon? Kannst ja. Okay. Chicken in die Barke. Jo. Treffen. Wieder treffen? Treffen wieder, ja. Ich mache einen CP an. Achso, ja. Für verbesserten Ritter. Okay. Ja. Eine verwundet. Einer verwundet. Ich überlege gerade, ob ich mir mal einen Reroll gönne. 2 CP habe ich noch. Nee. Okay. Nee. Halte ich. Hätte ich auch mit einem anderen Räder gehalten. Gut. Dann das andere Hühnchen. Ja. Mars Reroll. Minus 1, weil du durch den Wald schießt. Ja. Ein Treffer. Oh, warte mal. Den muss ich rerollen. Durch CP. Macht doch mehr Sinn, eine Wunde zu rerollen. Ja, aber eine Wunde reicht mir nicht, um mich zu töten, oder? Ah, stimmt, das wird eng. Nein. Ah, das ist klar. Rerolls gehen nämlich nie so gut. Weißt du, da geht es nämlich schon los. Aber der Verwundungswurf ist auf jeden Fall drin. Musst du den Hit überhaupt rerollen? Für ein CP oder ist doch Maß? Ja, einen habe ich ja schon. Ach, du hast schon. Ruf wiederholen tatsächlich. Weil? Aber ich Okay. Benediction of the Omniscia. Ja, okay, weil dann. Ja, ist Ja, schwierig. Das, dann habe ich den verkackt mach. jetzt. Ja, okay. Alles gut. Aber hier das. Du. Ne, Nee. der hat verwundet. Der hat Sonst mach ihn gesaved. einfach. Jetzt ist Schaden. Ich mache erstmal Achso, du Schaden. musst ja, okay. Genau. Das ist das eine. Den darf ich aber wiederholen. Ich Benediction.
Ach, Schadenshof, Genau, ja. dann sind Dann. das 6 Schaden. Oder hat er noch 2 Leben? Dann bin ich mal die 2 hier hin. Ja, hätte ich mal aufgepasst. Schade. Doof. Okay, ja gut, die Skitari machen den Rest, Ja, ne? aber Also. der hätte eigentlich noch einen durchmachen können, aber ist egal. Dann hättest du anders gezogen und deswegen ist Ja, das genau. alles zu spät. Gut, dann müssen die Skitari den Rest wegchippen. Die haben jetzt allerdings nur noch minus 1. Sie müssen durch den Wald schießen auf die 4 Und und sind wiederholen. nicht mehr ganz so gut. Achso, warte mal, die müssen noch Moral machen. Passt. 13 sind das noch, mal 2 Schuss für jeden. Ja, komm, wir machen das. Was soll der Geiz? 2 CP ausgegeben, damit jeder 3 Schuss macht. Was habe ich gesagt? 13 sind das, ne? Genau, minus 1. Dann machen wir erstmal 20. Dann noch einen Würfel vergessen. Auf die 4. Nichts für Rollen, ne? Nix rerollen, kein Marshall mehr da. Kein Manipulus, kein Marge. Nichts zu holen, nichts zu rerollen, nichts zu holen. Das ist sehr bedauerlich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was hat man gesagt? 13 Sonst sind wohnen die das. doch erstmal durch, ich habe ja nur noch War das 2 Leben. nicht? Achso, ja, Dann genau. wohnen die doch erstmal Das durch. macht Sinn. Weil Decke 4, auch die 5, einer nur noch. 3 Stück. Halte ich. Halte ich. Geht durch. So. Einen noch. Machen wir mal 6, um erstmal diese 26 voll zu machen. Und Genau. Und dann ist es nochmal 13, ne? dann hätte ich Okay. nochmal 13, genau. Scheiß Auf die Rechnerei. 4. So spät am Abend. Furchtbar. Auf die 6 eigentlich nur, ne? Stärke? Stecke 4. Achso, dann auf die 5. Eine. Könnte reichen. Reicht nicht. Halte ich. Und dann machen wir nochmal 13. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pass auf, dieses eine Ding macht es jetzt aus, dass der nicht. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Soll ich dazu noch was sagen? Ja, noch haben sie nicht gewundet. Naja. Siehst du? Das sind nämlich nur 2. Ja, ich kann nicht mal rerollen. Und da sind Oh. Wahnsinn, natürlich. D6 explodiert da. Jetzt sollte es aber auch sein. Ja. So. Gut, dann auf dieser Seite machen wir weiter. Ja, ich würde gerne dahinter deine Jungs hin reinflamern. Ah, ne, kann ich nicht. Ne, doch, die können flamern. Die anderen haben ja Rot gemacht. Das passt auch, würde ich sagen. Mit dem hier. Ne, mit dem einen nicht. Okay, 4 Flamme. Okay. Aber wer ist denn der Chef? Hat er doch gar keinen Der Chef Flamme. hat keinen Flamer, deswegen 3 Flamer. 3 Flamme, okay. So. 10, ne? 10 Schuss. Treffen. Stecke 4. Auf die 4 wahrscheinlich, ne? Ich darf einen Wound Reroll durch Mars, die gehören zu Mars. Nee. Dann habe ich 4 Stück. Auf die, die haben Toughness 5. Ach, die haben 5? Ja. Ach so, dann habe ich nur 2. Halte ich. Super. Und der Chef nochmal mit seiner Pistole. 5 Schuss. Ein Hit Reroll, weil sie Mars sind. Ein Hit Reroll durch Benediction. Ja, reicht sogar. Stärke 3 nur, also auf 5, Nix. nix. Good So talk. viel Aufwand auf nix. Gut, dann die Jungs da in deine Dings rein. Meine 40 Barke. Schuss. Ja. Zumindest habe ich Grind im Down gemacht. Ja, definitiv. Guck mal, ist gar nicht so gut. Rein zum Treffen. Zack, zack. Aus mit euch. So. Man legen sich schon schlafen. 5. 4 Stück. Im ersten durch. Minus 1. 3 gehen durch, natürlich. Ja, ich hier so minus 1 ausmachen kann, ne? Ja, oder dass ich keine vieren kann. Ja, okay. Also. Okay. Vielleicht macht sich ja einer der Zuschauer die Mühe, mal den Schnitt zu rechnen bei dem Spiel. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Vier Wow. gehen durch, weil ich nicht schaffe, die Hälfte meiner Uff. Saves zu retten. Uff. Also 7 Schaden von. Uff. Ich habe 3 gesaved. Uff. Nee, 2 habe ich gesaved. Good Uff. talk. Also das ist amtlich. Gut, dann beende ich hiermit meinen Zug. Ja, du machst auch Tyros Data. Ich mache. Also Oh. ja, ich habe eben Purge Verbum zu Nein, viel gemacht. nee, ich würde auf den gerne noch schießen wollen, Achso, wenn ja, geht. natürlich. Ne? Und Grind im Daumen auf jeden Fall. Ja, 1, 2, 3, 4, Hier oben 5. schießen wir.
6, 7, 8, 9, 10. Wir fangen mit den Vengas an. Ah ja, die haben Vorweg und Shoot, genau. Genau, Vorweg und Shoot. Haben allerdings jetzt minus 1 zu Hit. Das ignorieren sie aber durch Raymond auf der Technomarche. Also bleibt bei 3. Nichts rerollen. Nichts rerollen, weil Marshall tot. Marshall Braves da nicht. Ist eine Runde zu spät gestorbene Marshall. Ja, oh, das ist wohl wichtig. Der war sehr wichtig in der Runde davor. Na, kommst du her. Stecke 3. 6 wahrscheinlich, ne? Mhm, genau, 6. 4 Stück. Jetzt kann ich die Auto. 2 gehen durch. Okay, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt muss ich mal auf die Auto-Hits. Auf die Autobooms achten. Guck mal, da sind nämlich 2 Autobooms. Kann ich schon mal wegwürfeln? Halte ich, dummerweise. Ja, da musst du weiterwunden. So da musst du weiterwunden. Dann kommt noch mal eine dazu. Geht durch, natürlich. Da sind die 3 Schaden. Ja. Davon heile ich mich gleich direkt. Das mache ich mal, weil ich jetzt da dran bin. Ja. Macht keine Unterschiede. Gut, dann bin ich dran. Okay, so, Scoring. Ich heile hier erstmal wieder. Engage 2, ne? Jupp. Terrius ist klar. Und Bring It Down habe ich. Nicht gemacht. Achso. Doch, ich habe eine Arche geschrottet. Das war im Zug davor? Ja? Was? Nee. Die da hinten gerade stand? Nee, die, das, die Bark hast du geschrottet. Achso, genau. Die, ja, genau. Die gibt dir 2 Punkte. Die gibt mir 2 Punkte. Genau. Genau. Ja, genau, richtig. Also 2. Richtig. Okay, gut. Da können wir am Ende auch sehen, wie viele Fahrzeuge ich noch habe. Also. Ja, alles gut. Nur groben Überblick. Genau. Grind Them Down habe ich gemacht für 3. So, erstmal 10 Primaries für dich. Und? Also Grind Them Down für 3. Genau, perfekt. 2 Banner. 2 Punkte Banner. Jawohl. So, hier passiert nicht viel. So, einer ist in Rapid Fire. Ne, ist nichts in Rapid Fire Range. 6 Warrior schießen auf die Jungs drauf. Wobei, ich gehe, glaube ich, noch ein bisschen zurück, wenn es okay ist, damit ich die kleinen Charge ermögliche und damit mein Banner halt noch eine Runde länger lebt. Na klar. So. Zack. Ja, 2-mal. Mhm. Minus 1. Für 1 Schaden, richtig? Ja. Dann 4. Einer geht. Ist okay. Müssen wir da auch irgendwo Moral machen eben noch? Da oben vielleicht? Weil da ein paar gegangen sind? Da. Genau, können wir schmeißen. Ja, ja, garantiert. Das sind 2 Immortal Wounds gegangen. 6 sind noch. Also einer geht auf jeden Fall schon mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind noch da. 3, 4, 5, 6. Und dann geht gar keiner mehr. Das ist unter halber Stärke? Nee, ne? Nee. Okay, also geht einer. Ja. Ich würde dann natürlich meine Ketankräfte, ich sehe den von hier hinten so schlecht noch machen. Antimaterie-Meteor. Jo, für 3 Flat. In die nächste Einheit. Nächste Einheit? Genau. Das sind nochmal die Vanguards. Jo. Dann nochmal über einen Moralwürfeln. Ich habe eine 6 gewürfelt. Du kannst mal gucken, ob du. Was du würfelst. Ja, Moral wird von 7. Plus 2 sind 8. Ja, dann kriegst du 16 minus 8, 6 Damage. 6 Mortal Wounds. Junge. Jetzt macht er mal Work hier. Ja. Jetzt hast du auf einmal den Marker. Ja, gut. Bringt mir jetzt nichts mehr. Gut, hat das wenigstens geklappt. Ja, gar nicht so schlecht. Ich überlege, ob ich. Ja, 2. Ob ich einen davon jetzt ausgebe, um noch eine Kraft zu machen. Weil alles, was ich jetzt schaffe, könnte was bedeuten. Nee, so, der Ketan möchte noch eine Kraft machen. Ja. Die 3. Ich weiß nicht, was die 3 ist. Ich guck mal nach. Das ist leider Sky of the Falling Stars. Ich kann 3 Einheiten wählen und muss unter der Sollstärke würfeln. Das. Und das, die da oben zuerst, eine 2, ja, dann kriegst du die 3 Mortal Wounds für 3, hier oben. Stehen die noch am Marker oder stehen die voll im Wald? Die stehen am Marker. Okay, gut. Jetzt habe ich da gleich mal raufgerömert. Und dann die hier noch für die 3 Mortal Wounds, für 3, auf die hier. Alter Schwede. Ja, der Ketan macht jetzt noch mal ein bisschen was. Ja, ja, ja. Ja, den kriege ich halt nicht tot auf meiner Liste. Ja. Alles gut, okay. Dann schießen meine 5 Jungs da rein mit 10 Schuss. Die Immortals in die 3 Jungs von der Tankstelle. My Will Be Done haben sie drauf. Eine 6 ist dabei, kriegt 2 Hits, weil Tesla. Stärke 5 auf die 3. Einen für Sarek wiederholen. Jo. Dann hast du 3, 6, 7 Stück ohne Rent. Die? Jep. Die 3. Auf die 3. Okay. 1,5.
Dr. Doomsday, kleines Besteck hier rein, großes Besteck da rein. Großes Besteck für D6 Schuss. Für 4. Treffst. Verwundet auf 2. Jupp. Minus 5 oder was auch immer. Retter eingehalten. D6 Schaden. Dadurch. Für 2, für 1 nur. Natürlich nur für 1, warum auch nicht? Nee, das war auf die. Achso, das war auf die, entschuldige. Ja. Zwei und einer für ein. So, jetzt das kleine Besteck in die anderen Reihen wieder. Ich mache zwei Schwünge. Verwunde direkt durch. Das sind jetzt erstmal 6 Stück mit minus 1 auf die drei, zwei noch verbleibenden. Mit einem Schaden. Ja. Und die 4. Zwei Schaden. Ja. Und der Rest vom Schützen fest. Und nochmal so viel. 4 Stück. Und noch 4. Wobei, einen darf ich rollen für Sarek. Nö. Ja. Ja. Ja, reicht. Minimalist. Er ist tot, Jim. Jim Block. Nevermind. Haben die Warrior schon geschossen? Ich habe keine Ahnung. 6 Schuss? Glaube nicht. Ne, ich glaube auch nicht. Auf die 4. Einen für Sarek. Jupp, zweimal minus 1. Auf die? Jupp. Für einen Schaden wahrscheinlich, ne? Alter. Solide. Charges, der hier Sprecht jetzt auch rein. langsam mal. Ich habe noch zwei. Reroll ich für ein CP. Macht Jo. er. Bam! Alter, wer auch immer jetzt hat Bock. Er hat richtig Bock. 4 Attacken. Achso, warte mal, was ist denn. Warte mal. Ja. Ich hätte 3 getroffen. Was ist ein Abwehrfeuer für eine Strategiemart? Warum? Weiß ich nicht. Weißt du Hier nicht? ist es definitiv nicht. Nee, das Ich habe passt. 3 von 4 getroffen. Ich habe Stärke 7 mit dem Typen. Damit verwunde ich dich auf die 2, würde ich behaupten. Amtlich. 1 für Sarek. Jo. Minus 3. Schön. 3 Stück. Ja. 5er Retter. Eingehalten. D3. 3. Ein Toter. Nochmal 3. Achso, du hast eingehalten, ne? Hm? Einen hast du gehalten? Einen habe ich Ja, gehalten. dann. Ja. Ach ja, würde ich gerne noch chargen, natürlich, die beiden, wenn es okay ist. Dann so. Und dann mache ich. Wie viel Leben hat der kleine Mann? 4 wahrscheinlich. Ja, 3 Attacken in ihn. Ja, 3 Attacken in den kleinen Mann und 2 in den großen. Ich wollte alles außer Einsen. Ja, aber alles verwundet. Eine in den großen Einer in den und 2 in den großen kleinen. mit minus 4 wahrscheinlich, Ja. ne? Hoppala. Hier geblieben. Wetter. Ja. Durch, wie Drei wahrscheinlich. flat. Ja, dann ist er tot. Ob er explodiert? Ja. Fein. Okay. W3 Mortals für mein Loot. Für 2. Für 2 und für dein Loot. Für 3. Natürlich für 3, mein Gott. Achso, da steht noch ein Loot von mir. Für eine. Ja, krass. Damit geht mein Katan wohl. Warum? Weil er nur noch 2 Leben hat. Und die schießt du ihm jetzt weg. Na, womit denn? Und mit den Rangern, die da stehen. So, hast noch einen auf Ja, ihn, du ne? weißt schon, dass du richtig 2 Glück auf ihn, hast. ne? Du hast richtig Glück, ja. Und das hilft dir jetzt wahrscheinlich. Mach dann, 5er Retter. Aber du stehst nicht auf dem Marker drauf, ne? Nee, leider nicht. Okay. Habe ich nie mit gerechnet, dass ich den Marker mal an dich verliere. Natürlich bin ich hier reingebased. So. Aber der darf dich jetzt noch zurückhauen. Ja. Dass du da jetzt 3 Mortal Wounds in der Explosion auf meinen Katan machst, Das ist praktisch. das spricht eigentlich für. Das ist genau das, was dieses ganze Spiel schon passiert. Ja, und weißt du, was das Schöne ist? Was? Aber, ja, wobei, ich kann dir ja in dieser Phase gar keinen Schaden mehr machen. Richtig, Es macht gar kannst du keinen nicht. Sinn, zurückzuhauen. Richtig, genau, kannst du dir Ja. sparen. Dann ist Gut. das mal irgendwas anderes. Ich fürchte, die verrecken gleich in der Moral, wie ich mich kenne. Hoffentlich. 2 Attacken jeder. Auf die Dreien. Gucke mal, wie gut, ne? Das Toughness 5. ist Maß. Maß. Darf ich aber, glaube ich, nur beim Beschuss machen. Egal. Toughness 5, Ja. Stärke User tatsächlich nur, also Stärke 4. Auf die 5. Die 5. Nee. Achso, ja, okay. Hätte ich gehalten. Gut, dann war das mein Zug. Okay.
So, jetzt muss ich kurz was gucken. Moral. Genau. Den machen wir noch on-camera. Ja, schade. Kann nicht automatisch bestehen, keine CP übrig. Kostet 2, genau. Ja, oder mein eines kostet 1, aber ich habe nicht mal mehr einen. Ja, dann schmeißen wir da noch mal. Bitte nicht so hoch. Okay, das sind 3 plus 3 sind 6. Das Das werden wir wohl stehen. passt, ja. Ja, alles andere albern. Hier sind 3 Dann Leute. wirft er die 6. Dürfte die Und jetzt 6. sind sie, die sind auf jeden Fall unter halber Waldstärke, weil sie unter 20 sind. Ja. So, und das sind noch 9. 9. Jetzt geht's los, nämlich. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, der hat immer übrigens minus 1 zu Hit, das habe ich eben voll vergessen. Okay, gut zu Ja. wissen. Gehen nochmal Oh, 3. ja. Ja, jetzt fällt es nämlich auseinander, wie immer in meiner Armee. Am Ende fällt alles auseinander. Das Spiel bleibt spannend. Gut, wir kommen zurück. Oh Mann, Also, spannend ist es. ja, spannend ist es. Kannst du sagen, was du willst. Erzähl mal. Pass mal auf, der ist ein bisschen hier rüber gegangen, damit er hier noch mit den Marker küsst, weil der eine allein ist mir ein bisschen wenig. Du willst hier auch noch ein paar Lebenspunkte ziehen? Außerdem muss die gleich noch sterben, ganz genau. Die haben sich zurückgezogen, die werde ich gleich Ende des Zuges hochnehmen für ein CP. Genau, wir haben hier eben lange überlegt. Wenn er mir die nicht reduziert, kann ich ihm das hier gleich zustellen. Er macht Octarius Data nicht. Das heißt, er wird die Ranger jetzt wahrscheinlich versuchen, oder haben wir ja gesagt, ne, dass lieber die Warrior. Also er könnte hier auch noch den Khitan versuchen anzulegen und damit einen Siegpunkt zu machen. Kann er nach der nächsten Runde auch noch. Aber jetzt ist erstmal wichtiger, die Warrior zu negieren, damit ich ihm hier nicht den Octarius zustelle, weil er geht gleich in Orbit, kommt im nächsten Zug runter. Sollten die Warrior noch mit 6 Stück leben, habe ich hier überhaupt kein Problem, ihm das Secondary, also 4 Siegpunkte zu negieren. Deswegen ist das wichtiger als ein Khitan-Kill. Insofern, ja, Schuss. Schuss, genau. Wir fangen mal an, Hühnchen in die Ja. Backe. Hits. Mars Reroll. Natürlich. Ich mache meinen letzten, nee, Hat's verkackt. mein CP an für Besserung Safe. Ja. Wobei, da schießt ja noch alles drauf, ne? Ich habe da noch einen. Ich mach's trotzdem. Ich brauche nur noch 2 CPs, oder? Warte, warte, warte. Auf die 4 plus, ne? Ja. 5. 3. Das klappt nie. Schaden. 5. Hat er noch 4 Lebenspunkte? Okay. Ranger. Gib ihm. Das sind immer noch 20, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ich glaube ja. Nee, ich glaube. Ja, doch. Die sind, glaube ich, noch vollzählig. Die ersten 20 schon. Auf 3. Auf 5. Mächtige 2 mit minus 1. Halt dich! Oh. Da geht's nämlich dahin. Mit dem Plan. Da hast du ja noch eins, um die zu legen. Aber die wird gehen. Ja, den machen wir mal. Ja, das war klar. Gut. Stärke? 4, ne? Immer noch 4. Ich lerne es auch nicht. Oh, da sind 5. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Nochmal 4. Da halte ich 3 von. Oh. Dann stirbt er schon mal nicht. Ja, 2. Hat er noch 2 Leben. Harte Na, Sache. na gut, dann ist das so. Dann ist das so. Harte Sache. Dann ist das so. Jo. Gut. Dann die Ranger. Dann die Ranger in deine Necrons. Necron-Dudes da. So, das sind noch 6 Jungs. Das sind also gerade mal Auch 12 hart Schuss. dezimiert. Ja. So, das sind mächtige 12 Schuss. Ja. Auf die 4. Ja. Weil durch den Wald. Auf die 4. Oh mein Gott. Gott. Hinten raus geht's kaputt. Minus 1. Ja. Dann geht er durch. Kommt er wieder? Nee. Ist einer tot. Wow. Nehme ich hinten weg natürlich. Natürlich. Ja, Ja. okay. Pistole. Engine Ziel. Was auch immer er hat in den Katan. Ich hoffe, er macht 3 Schaden. Ich glaube nicht. Wo ist er denn da? Engine Ziel. Mein Engine Ziel. Hatte Pistole mit mächtigen 2 Schuss. Jo, dann gib ihm. Auf die 3. Was? Oh, der ist Mars. Ich habe mal aufgepasst. Ah. Minus 1 zu Hit hat er. Reicht aber mit der 4. Okay. Und 5. Aber ein guter Hinweis. Stärke 4. 5. Zweimal! Der hat Ja. Bock. Minus So. 2.
Halte ich beide. Ja, Gar kein Problem. wär eh nur ein Schaden gewesen. Charges. Nein. Okay. Die gehen raus. Genau, End of Turn. Für ein CP oder Für was? ein CP gehen die raus. Okay, dann gucke ich ihm jetzt mal, ob ich ihm das negieren kann. Diese 4 CP, 4 Siegpunkte. Ach nee, wir sind ja noch gar nicht fertig. Ist End of Turn? Noch nicht, ne? Es kommt ja noch Bitte? Charge und Nahkampffall. Ich darf ja heroisch intervenieren. Ach Gott. Ja. Ach so. Stimmt, habe ich nicht dran gedacht, sonst hätte ich natürlich gecharged. Ja. Na gut. Dann war dumm von mir. Aber das macht nichts, weil, guck mal, Wow! Die Rache. ich habe so geworfen. Und einmal. Einmal? Minus 3, ja. Ja, aber das reicht ja leider. Fünf Ritter. 3 Flat. Ja, das. Das Toll. war die Wunde, die er bekommen hat, ne? Toll. Aber ich glaube, du darfst zuerst kämpfen, wenn ich heroisch interveniere, ne? Ja, das weiß ich halt nicht. Kämpf nochmal. Also, ich hätte halt gecharged, wenn ich dran gedacht hätte, Ja, dann dass du kämpf halt heroisch intervenierst. nochmal. Weil Klar. sonst. Dann hau ich mit dem Servo-Arm. Ja. Eine Attacke, ne? Genau, eine Attacke. Minus 1 zu Hit. Auf die 5. Nee. Ah. Okay. Dann war das das. Dann hat er 3 Damage bekommen, ist tot. Und ich konsolidiere hier rüber. Das bringt mir aber nichts. Blub, außer ein bisschen Movement. Und ja, wieder. Also ich mache Grind him down auf jeden Fall. Safe. 3 Punkte. Ja. Und So. zu Beginn meiner Phase score ich damit tatsächlich 10 immer noch. Ja, Weil da hinten noch ich einer habe das. 2 Punkte Engage. Ja. Genau. Da, die sind drüber, genau. Patch of Armor habe ich eben gemacht. Genau, ich kriege jetzt 10 Punkte, 2 für den Banner. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwas hier reißen kann. Das wäre wichtig. Also. Ja, ich habe jetzt hier tatsächlich geschafft, dieses komplette Viertel, also minus 6 Zoll natürlich, von der Dings auszuscreenen, ne? Dass du nicht reinkommst. Mein Getan, also du kannst ja auch auf deinem, du scorst am Ende des Zuges, deswegen könntest du selbst, wenn ich ihn töte, da noch drauf. Ich kann hier nur eins negieren mit dem Getan. Und dann mache ich jetzt noch meine Getan-Fähigkeit hier rein. Antimaterie-Meteor für die 1, du hast Glück. Und dann den anderen über ein Leadership auf eine 1, eine 11. Du musst eine 11 unterbieten. Überbieten. Ja, überbieten. Nein. Nein, wie viel? Differenz? Ist eine 8. 3. 3 sterben. Oh. Damit machst du mir einen Charge länger. Definitiv. Ja, das ist der Captain. Ja, es ist Mit der halt. Moral. Ja, ist egal. Ist das so? Gut, ich überlege jetzt, ob ich hier. Ich habe 2 CP. Ich habe eben überlegt, ob ich ihnen einen hochsetze. Für den Beschuss. Ob ich jetzt lieber noch eine Fähigkeit benutze. So. Ich glaube, ich benutze lieber noch eine Katan-Fähigkeit. Und den anderen Reroll spare ich mir für den Charge Reroll aus. Eine Fähigkeit. Die 5. Mal gucken, was es ist. Machen. Ja, das ist jetzt das Glücklichste, was mir passieren konnte. 5 ist Seismic Assault. Ich darf eine Enemy Unit in 18 Zoll. Nee, gar nicht mal. Ist doch gar nicht so gut. Ich dachte, das wäre was anderes. Korrigiere. Also, ich würfel jetzt 3 Würfel und für jede 6 gibt es eine Mortal Wound. Hätte besser sein können. Eine Mortal Wound, immerhin. Für wen? Für den. Für den? Weil die näher dran sind, oder Ja, was? genau. Ne, ich kann eine Einheit wählen. Ach, das kannst du So, an einer ja. wählen. Das ist frech. Gut, das hat sich nicht gelohnt für ein CP. Dann Das sagst du. schieß ich hier mit D6 Schuss in die rein, das kleine Besteck da rein. Für 2 Schuss. Trifft nur noch auf 4, trifft also nicht. Ja, brauche ich gar nicht rerollen. Dann das kleine Besteck. Das sind jetzt 20 Schuss. Ich nehme dann mal hier ein, zwei Würfel weg. Ich glaube, das sind 10, 3, ja, 4 brauche ich. Aber meine Würfel sind richtig beschissen in dem Spiel. War das eine 3 eben die eine? Für Sarek. Jo. Viermal für den ersten. Minus. Minus 1. Minus 1 für einen Schaden, ne? Ja. Dann auf 5, weil ich im Moment ein schlechter Save. Ah, ich kriege nämlich übrigens 2 für meine Dynastie. Das ist mein letztes Protokoll. Drei Tote. Dann haben wir hier nochmal. Achso,
Quatsch, das waren ja schon Wunden. Dreimal. Wo bist du jetzt? Immer noch da, das war der zweite Schwung. 20 Schuss Ach so. Auf halbe Reichweite. Ja, nochmal noch zwei. Drei? Achso, minus eins, ne? Mhm. Okay. Dann schießen die Immortals drauf. Mit 10 Schuss. Treffen auf 3, 6 sind 2 Extra-Hits. Da habe ich 2 Sechsen, die eine habe ich gerade umgeworfen, die zählt nicht. Und 3 wegen Stärke 5. 1 für Sarek. Und dann sind das nochmal 7 Stück, ohne AP. 6, 7, die 4. Oh, gut, der gut. Ja, ohne AP halt, ne? Ja, ich hoffe, dass Moral gleich noch ihr Übriges tut. Moral macht mich gleich richtig kaputt. Ja. Dann Charges, weil es wichtig ist. Der Ketan hier rein. Ja, das macht mit einer 12 gar kein Problem. Und damit habe ich dir, glaube ich, auch... Ich guck mal gleich, ob ich hier noch irgendwo nachkonsolidieren muss, um dir das... Aber ich glaube, du kommst hier nicht aufs Objective drauf. Der hat sich übrigens auch... Nee, der hält sich nur einen tatsächlich, weil der nicht von den Dynastie und Protokollen profitiert. Dann hier der Charge, das waren 6er, haben wir gesagt. Mache ich mit einer 9. Damit bin ich auch hier drauf. Oh, ich habe vergessen, auf den Kleinen zu schießen. Spielfehler. Schieß doch. Hä? Dann kannst du ja einen Schuss noch machen. Hättest du es oder so gemacht. Oder hast du nee, ich hätte mit 10 davon schießen müssen. Ach so, okay, nee, dann ist schwierig. Ja gut, aber du hättest eh die Kong allein gebaut. Also, ja, das ist, was ist so. Dann kämpfe ich da mal. Das ist klar. Also die Kong allein machst du eh... Wobei, es könnte halt wichtig werden, wenn in der Moral gleich viele gehen, ne? Treffe. Verwunde dich mit Stärke 7 auf die 4, glaube ich. Einen für Sarek. Jo, minus 3. Minus 3? Ja. Aufs Hühnchen oder ja. Bis jetzt? Ja, genau. 5er Retter, ja. Die 3 Schaden wären es gewesen, ne? Ja, tschüss. Aber du hast ja eh nicht das Heft. Ja, jetzt ist auch egal. Und dann der Katan noch, willst du wegnehmen oder soll ich würfeln? Ich würfel mal, weil ich so schlecht bin im Würfeln. Jo, und auf die Zweien. Jo, viermal. Mal. Minus 3. Sechsen. Ja. Nee, dann sind sie weg. Und dann konsolidiere ich hier der Ordnung habe genau in die Mitte rein. Genau in die Mitte rein. Oh, 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 oh. Jo. Oh, 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 oh. Ah ja, hier würde ich gerne noch chargen, wenn du gehst. Das habe ich auch vergessen. Ich spiele gerade recht schlampig, aber ist nicht schlimm. Ist auch schlimm. Späte Stunde, langer Tag. Ja. Und dann nochmal die drei Attacken, weil da im Bracket ist. Eine Attacke auf die 6. Ne, passiert nichts. Der ist gebased. Und ja, das damit score ich nochmal Banner. Ja, und ja. Purge Vermin mache ich auch für 4. Mhm. Leider ist der noch am Leben, sonst hätte ich 6 gescored. Mhm. Ja. Grunt und Down musst du auch gleich nochmal scoren. So, ja. Machen wir mal Moral. Genau. Das werden sie in jedem Fall schon mal verstehen. 3, okay. Gib nochmal einer. So, gib nochmal einer. Und halbe Stärke auf jeden Fall, weil es für mich war. Ja, definitiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nicht halbe Stärke. Krass. Schon mal gut. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mann, 11. Einzeln will ich nicht sehen. Und sehe keine. Gut. Gut. Dann scorest du jetzt am Ende ja, jetzt, des Zuges erstmal. Jetzt wird's hart. Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt wird's hart. Also erstmal, ich kontrolliere den. Ich kontrolliere den. Na, das ist am Ende des. Ach ja, stimmt. Verdammt, das ist ja das Problem. Ha. Das ist so. Also du machst auf jeden Fall. Also du bist jetzt aktuell 73 zu 57 vorne. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So. Angenommen, ich schaffe, also ich schaffe in jedem Fall ja 2. 10 schaffst du auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall, dann bin ich bei 67. Ja. Das heißt, dann bin ich noch 6 Punkte hinter dir. Ja. Den wirst du wahrscheinlich nicht töten, weil da müsstest du dich zurückziehen. Genau, das kann ich nicht. Genau. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, ich hoffe, ich habe dir mit dem Charge das Grind and Down verwehrt. Zumindest den letzten, die letzten 2 Punkte. Grind and Down scorest du auch noch garantiert gleich für 3 Punkte. Das heißt, das Spiel kann ich nicht mehr gewinnen. Wollen wir hochrechnen? Selbst wenn ich noch 4 Punkte Retrieve of Terry State habe. Wir simulieren mal und kommen gleich zurück. Okay, ja, wir haben mal geguckt. Ich habe dich hier ausgescreent, ne? Ja. Dadurch, dass ich hier genau in der Mitte stehe. Kann ich hier nicht drüber advancen? Also die Möglichkeit für ihn wäre gewesen, drauf advancen. Genau. Dann hast du mir hier negiert. Hier mit den Fliegern runterkommen. Da runterkommen. Dann hätte ich 15 Primaries. Ja, genau. Was auch nicht reicht. Ja, aber ich hätte hier heroisch intervenieren können. Genau. So, hier, er kann mir mein Bring Them Down machst du nicht mehr?
weil du dich nicht zurückfallen und schießen. Also der Charge hat mir quasi nochmal die Barke gerettet. Besser der Charge hat dir das Spiel gebracht. Das wäre sonst eng geworden. Ja, das war eng Weil die gibt geworden. nochmal richtig Punkte. 2 Punkte, genau. Genau. Ja, er ist jetzt hier hinten gekommen, nochmal für Engage. Genau. Banner kann er mir nicht negieren, weil wenn er kommt und mich flamet, nehme ich den weg und dann selbst dann braucht er noch einen 9er Charge oder er flamet nicht und probiert einen 9er Charge, aber selbst dann leben hier noch 5 Stück und die kriegt er im Nahkampf dann halt nicht kaputt. Alles in allem richtig gutes Spiel und mit dem Gesamtscoring kommen wir gleich mal zur Nachbesprechung, ne? Knappe Kiste, gutes Spiel. Jeden Fall. Cool. Well played. Bis gleich. Ja, dann erzähl mal. Score mal runter, wie haben wir gespielt? Wie haben wir Primäre? gespielt? Primär. Wir haben eben, wir hätten eben, er war ausgemaxt, deswegen Ja. war es total obsolet zu überlegen, wo du 15 oder 10 kriegst. Genau, ich bin schon ausgemacht. Also Also primär hast du 45? 45 für mich, 40 für dich. Ja. Und du hast halt richtig gut Secondary gescored, ne? Du hast hier dein Purchase the Worm mit 15 Punkten voll gemacht. Ja. Hast bei Grind Them Down. Ach, guck mal, habe ich dir die Punkte noch gar nicht gegeben. Ha! Warte mal, das müssen wir eben nochmal machen. Hast du nochmal 3 Punkte mehr? Ja. Das heißt, da hast du auch 12 Punkte gemacht. Ja. Sprich, am Ende tatsächlich. Und Raise the Banner sogar auch nochmal 9 Punkte, obwohl du da am Anfang ja gesagt hast, ich muss das jetzt irgendwie, irgendwas muss ich ja nehmen. Ja, ich sag, also wenn du angefangen wärst und hättest mir die 2 Truppen weggeschossen, Ja. Das wäre mit 3 Bombern wäre das auch echt gut gegangen. dann wäre mein Banner richtig schäbig gewesen. So. Ja, Da ja, muss ich mir für diese Liste mal was überlegen. Ja. ja. So, noch 3 Punkte mehr, dann bist du tatsächlich bei 76 gelandet. Ich habe Primary voll gemacht mit 45. Ich habe es halt echt nicht geschafft, dich irgendwie einmal auf 5 zu kriegen, ne? Oder mich zumindest mehr als einmal auf 15. Das Ja, hat aber man das irgendwie habe das ich dir, eine Mal glaube ich geschafft. habe immer gut nachgeschoben, ne? Gerade so, Genau. dass es nicht gereicht hat. Richtig, und obwohl du wenig Buddies hast, hast du es trotzdem immer geschafft, was nachzuschieben und mich vom Marker runterzuschubsen. Immer so, wie ich es gebraucht habe. Ne? Das war schon richtig gut. Ja, Engage habe ich am Anfang halt völlig verkackt. Dadurch fehlen mir Gut, da locker 2, 3, 4 Punkte. ja, gut, dadurch, dass dir halt einfach 2 Flieger gefehlt haben, war es halt schwer, ne? Genau. Aber auch am Anfang, also da habe ich, in der ersten Mal habe ich schon direkt 2 Punkte liegen lassen. Ja, das stimmt auch. Octarius Data mit 8 ist okay. Gut, da musste ich am Ende nochmal advancen tatsächlich, das habe ich dann auch gemacht, habe dir dann aber alles zugestellt, da war, das Genau, war dann halt nichts, ne? genau. Da hätte ich vielleicht mit meinen Fliegern, also mit meinen kleinen Fliegern, ein bisschen sinnvoller agieren können, um das vielleicht noch voll zu scoren. Ja, oder vorher die Warrior ein bisschen ausdünnen, Genau, ne? genau. Auf längere Sicht quasi. Ja. Ja, und 8 Punkte, bring it down. Am Anfang ziemlich gut das weggemacht, nach hinten raus dann gar nichts mehr, weil mir dann einfach der Output gefehlt hat zum Ja, Schluss. der Charge hier mit ihm war halt nochmal richtig Gold wert, ne? Muss man dann, ich habe erst überlegt, kann ich ihn irgendwie 5 scoren lassen, den töten, aber du hättest hier eh eine Conga-Line ziehen können, so oder so. Dann hat auch noch der kleine Typ da hinten überlebt, aber der Charge hat halt, der Charge auf das Chicken hat quasi verhindert, dass du mir nochmal in meine Barke reinschießen kannst. Die wäre mit Genau, die wären auch Sicherheit, nur 2 Punkte gewesen, aber genau, trotzdem, zwei ne? Punkte Immer hier, noch zwei zwei Punkte Punkte. Engage Ja, und dann genau. bist du dran, Dann so. sieht das Thema schon richtig eng aus. Ja, also Genau. dadurch, dass das, wenn man überlegt, wie eng das Turn 2 aussah, bist du doch mit einem guten Vorsprung, nicht riesigen Vorsprung, einem kleinen Vorsprung, aber doch mit einem verdienten Vorsprung und hinten raus noch richtig Ja. gut in Führung gegangen. Hast du Also gut gemacht. Endscoring war jetzt 76 zu 69. mit Pain, ne? Oder, nee, Ohne. ohne Pain, genau. Also 86 zu 79. Theoretisch. Ja. Das wäre ein Turnierscore gewesen. Richtig knappes Spiel. Es war richtig fordernd für mich. Das ist halt der Punkt dieser Liste. Ich habe nicht viele Buddies. Ich muss halt genau wissen, was ich mache. In Turn 2 hat bei mir so gar nichts geklappt. Also. Auch dass dieser, wo ich einmal Grind Him Down habe liegen lassen, so immer ist ein Modell stehen geblieben und dann stirbt er hier auch noch, weil ich die Vierer nicht schaffe und dann stirbt er hier noch. Und also mir war klar, dass ich nach und nach die Fahrzeuge verlieren werde, aber in Zug 2 ist derart viel gegangen und dann dachte ich, okay, ich glaube, das ist jetzt das Game. Aber mein Katan hat am Ende nochmal richtig bei dir aufgeräumt. Definitiv, weil ich Äh, habe du, ihn du, einfach nicht du weggekriegt. hast nicht aufgepasst, das war vielleicht auch Game, Dass du überhaupt reingekommen bist, dass du ne? deinen Manipulus Ja, umstellst. ja. Weil als der, wäre der noch am Leben gewesen, weil das hat mir Ja. auch nochmal Grind Him Down gebracht, dass ich da Absolut. die Dinger gemacht habe. Das war super wichtig. Und der Katan ist am Ende halt nochmal richtig ausgerastet. Gut, dass Ja. du dann mit der Explosion nochmal 3 Schaden machst, dass ich, Ja, okay, hat mir aber unnötig auch nichts hat dir nichts gebracht, ne? gebracht, ne? Aber das ist ein wichtiger Punkt. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der da halt einfach stumpf da reinfliegt, ne? Das Ja. ist so das ist wirklich ein Fehler. Der hat mich wahrscheinlich das Spiel Ich gekostet. glaube Ich auch, ja. glaube auch. Weil ich merke es halt immer wieder, wenn der Manipulus drauf geht, auch als wenn es spät im Spiel ist,
Dann zerfällt auch der Ranger-Trupp, der die ganze Zeit Stress gemacht hat, sehr, sehr schnell. Ja. Ich musste ja dann hier mich auch ein bisschen offener rausstellen aus dem Wald, wieder diesen dann am Ende hin auch schnell gefallen. Hinten raus macht meine Armee halt, je mehr Material sie verliert, desto schwieriger wird das ganze Thema halt. Und Das na, ist dafür, ja dass da. ich halt nicht mehr viel auf dem Tisch hatte, habe ich dir erstaunlich viel noch weggenommen. Ja, sag du mal, was war so dein. Ich habe jetzt genug geredet, mein Monolog. Was sagen Sie? Ja, also ich habe mir mal hier so meine drei MVPs rausgesucht, stellvertretend für meine Chicken insgesamt, die bis zum Schluss ja zumindest noch mit einem Vertreter überlebt haben. Ja. Richtig toll gewesen. Mir fehlt noch einer. Erzähl mal weiter, ich nehme wieder auf. Ja, ah, jawohl. Ja. Genau. Ein Flugzeug hat lange überlebt, das fand ich richtig gut, hat dann da auch noch ein bisschen Mortals verteilt, wo es notwendig war, um das eine oder andere rauszunehmen. Hat gut funktioniert. Ich mag die Flugzeuge einfach, auch wenn sie gegen andere Gegner Soros oder so sind, die halt super schnell down. Ja klar, hier ist die 6, ne? Miracle, ich kenne das Problem. Das bisschen hart, ich habe schon überlegt, die rauszunehmen, aber ich finde einfach die Modelle geil und so drei, vier Flieger müssen eigentlich in jede meiner Listen rein. Genau, und dann eben stellvertretend für meine Ranger insgesamt. Natürlich einen Ranger mit in die Favoriten gestellt, weil die natürlich auch in der Liste das Ganze einfach carryen, ne? Haben sie auch gemacht, Geht ja. richtig nach vorne. Beide Trupps. Auch wenn ich eigentlich nicht so viel Kleinkram spielen will, aber diese zwei großen Blobs, die, allein was die auch an Schaden auf deinen Fahrzeugen gemacht haben, selbst wenn sie nur minus ein AP Kadenz, hatten, ja. das war schon heftig, heftig. Reine Kadenz, ja. Echt heftig. Ja. Ja, alles in allem sehr zufrieden grundsätzlich, aber ich muss, glaube ich, eine einfachere Liste spielen. Die ist sehr. Sehr, sehr komplex. Gruß übrigens an den Stefan Herle, wenn du das siehst. Das ist nämlich deine Liste vom letzten Turnier, Okay. die ja schon sehr ähnlich war zu meinen Konzepten. Und ich muss sagen, ja, so ein paar Sachen haben mir da ganz gut gefallen. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall dann nochmal rumbasteln. Ja, schön. Was sagst du sonst zu den Necrons? War jetzt mit der erste Versuch dagegen, ne? Ja, spannend. Ich habe einmal schon gegen Necrons gespielt im Tabletop Simulator. War aber eine ganz andere Liste. Das war wahrscheinlich so eher so dieses klassische mit diesen komischen großen Viechern, viele Warriors, Technomancer, hast du nicht gesehen. Und dann diesen Void Dragon. Und, Nightbringer. oder Night, Ja, genau, genau. Nightbringer, Ja. richtig, richtig, Nightbringer, nicht Void Dragon. Nightbringer. Hatte ich auch mit Admech gegen gespielt. Die hatte ich eigentlich relativ gut unter Kontrolle. Ja. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt ein ganz anderes Konzept. Beschuss halt sehr ähnlich wie ich mit meinen Laserkanonen und so. Ja. Das macht mir natürlich echt zu schaffen. Das ist am Anfang wirklich schon dieser Coinflip, ne? Wer hat den ersten Zug? Gerade auch wenn beide Flugzeuge haben, die sie sich Ja. eben nicht irgendwie verstecken können. Ich hätte meine ja in Reserve nehmen können, ne? Mit Ja, meinem ich halt Katan. nicht. Ja. Ich hätte wahrscheinlich dann eine Barke und einen Katan in Reserve genommen oder vielleicht sogar einen Warrior-Trupp, ich weiß es nicht, weil den hätte ich dann einfach da von der Seite kommen lassen können. Also wäre auf jeden Fall ein Ja. ganz anderes Spiel geworden. Denke ich auch. Ich glaube, dann hättest du das. Wäre wahrscheinlich ähnlich knapp am Ende raus gewesen, könnte ich Ja. mir vorstellen, gerade durch diese Reservemöglichkeit. Ja. Aber vielleicht dann wirklich so mit 5 Punkten Vorsprung am Ende für mich oder Denke so. ich auch, ja. Ne? In jedem Fall super, super cool. Und ja, ich glaube, es hat sich noch nicht gezeigt, wer hier den besseren Maschinengeist Ja, ich glaube auch nicht. Bei mir sind die Scarabs, bei dir der Omnissiah. hat. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. War ein langer Weg. Du hast jetzt noch einen langen Rückweg vor dir. Und wir werden dich bestimmt in Zukunft häufiger hier auf dem Kanal sehen, hoffe ich doch. Ja, an mir wird nicht schade. Genau. Kriegen wir hin. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ultra knappe Kiste. Spricht ja auch fürs Spiel, dass es einfach super war. So, wir wussten auch bis zum Ende nicht, wer gewinnt. Und das sind die besten Spiele. Ich hatte tatsächlich in Runde 2, wie gesagt, das Gefühl, mir gleitet das Game mit jedem Würfelwurf mehr aus der Hand. Aber da hätte ich nicht gedacht, dass ich am Ende noch so solide rauskomme, dank meines Getans. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Listen findet ihr hier unten. Und wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne einen Kommi, Like da, was auch immer. Oder konstruktive Kritik auch sehr willkommen. Und ansonsten kommt zu uns auf den Discord und diskutiert mit. Wir sagen bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao! Ciao, ciao.